Ja, guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Legewi, Herr Cohn-Bendit, herzlich willkommen im Belvedere 21. Mein Name ist Stella Rollig, ich darf Sie als Direktorin von Belvedere und Belvedere 21 ganz herzlich begrüßen. Wir freuen uns enorm, dass diese Veranstaltung heute hier bei uns im Belvedere 21 stattfinden kann, initiiert und veranstaltet von Euroscene. Meine persönliche Freude ist, dass ich nun schon zum zweiten Mal so einen Euroscene-Gipfel, möchte ich es nennen, als Gastgeberin beherbergen darf. Vor einigen Jahren war das im Lentus Kunstmuseum in Linz, nun sozusagen eine Stadt weiter in Wien, hier im Belvedere 21. Euroscene, Sie werden gleich von den Euroscene-Vertreterinnen mehr darüber hören. Es ist das Netzwerk europäischer Kulturjournale. Und warum wir ohne eine Sekunde zu zögern gesagt haben, dass wir wahnsinnig gern diese Veranstaltung hier bei uns haben möchten, hat zum einen mit Ihnen beiden zu tun, als einflussreiche Denker seit Jahren, deren Arbeit wir bewundern und begleiten, und zum anderen an unserem Jahresmotto Spirit of 68. Das passt natürlich ganz hervorragend, wenn Sie die aktuelle Ausstellung wahrgenommen haben, vielleicht der Wert der Freiheit. Unser Denken hier im Belvedere 21 kreist in diesem Jahr um die Frage, was ist aus dem Spirit von 68 geworden? Und da steckt schon auch der Wunsch dahinter, ihn zumindest ein Stück weit neu zu beleben. Diese Veranstaltung ist in unserer Reihe Gemeinsame Wagnisse. Das ist schon ein schöner Titel, glaube ich. Ich hoffe, Sie stimmen mir zu. Erfunden hat ihn Luisa Zeyer, die Chefredaktion oder Leitung der Diskursreihe zu dem Spirit of 68 hat. Gemeinsame Wagnisse. Und heute sprechen wir über die Gegenwart und Zukunft Europas. Europa zuerst. So viel von meiner Seite. Es ist ein herzlicher Dank natürlich an Sie, Philipp Zielinski und Reka Kinga-Papp. Sie werden gleich über diese Veranstaltung und den größeren Kontext mehr sagen. Ich bedanke mich aber auch persönlich sehr bei Veronika Leiner, die sozusagen zum zweiten Mal eine Kollaboration zwischen uns gestiftet hat, und bei Luisa Zeyer für ihre Gesamtleitung und auch schon im Voraus für die Moderation der Publikumsdiskussion im Anschluss an ihr Gespräch. Einen guten Abend. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Redakteurinnen und Redakteure aus ganz Europa, verehrtes Publikum. Frau Rollig, haben Sie vielen, vielen Dank dafür, dass wir diese Veranstaltung heute gemeinsam mit dem Belvedere hier im 21er Haus organisieren dürfen. Der heutige Diskussionsabend ist zugleich Teil der Reihe Gemeinsame Wagnisse, welche das 21er Haus zum Thema 1968 gegenwärtig präsentiert. Und er ist Auftaktveranstaltung zum 29. Europäischen Kulturzeitschriftentreffen, das heuer in Wien stattfindet. Diese jährlich in verschiedenen Städten Europas stattfindende Konferenz organisieren wir seit nunmehr 35 Jahren. Und wir begehen heuer noch ein zweites Jubiläum, noch ein rundes. Vor 20 Jahren nämlich rief dieses sich zunehmend organisierende Netzwerk von Kulturzeitschriften das Online-Magazin Euroscene ins Leben, um das damals noch junge Internet zu erobern. Dieses doppelte Jubiläum haben wir uns zum Anlass genommen, um die Konferenz diesmal in Wien abzuhalten, wo Euroscene übrigens seit jeher sein Büro hat. Aus eben diesem Anlass haben wir zudem eine Anthologie mit ausgesuchten Texten aus 20 Jahren Euroscene herausgegeben, von denen einige heute erschreckend aktuell sind. Sie können sie hier im 21er Haus oder bei Euroscene erwerben. Morgen und übermorgen erwartet die mehr als 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Konferenz, die dann in der Alten Schmiede stattfinden wird, ein Programm mit Paneldiskussionen und Workshops, die auch online per Livestream und später als Video nachverfolgt werden können. Das gilt übrigens auch für die heutige Veranstaltung. Ein ganz besonderes Dankeschön gebührt den vier österreichischen Partnerzeitschriften des Euroscene-Netzwerks, also Deriv, LOM, Springerin und Wespennest. Sie alle haben die Konferenz mit Euroscene gemeinsam auf die Beine gestellt. Die Konferenz und somit auch diese Auftaktveranstaltung wäre nicht möglich ohne die Unterstützung der Europäischen Union, der Stadt Wien, des Bundeskanzleramts,
der European Cultural Foundation, der Open Society Foundations und des National Endowments for Democracy. Vielen Dank dafür. Ein besonderer Dank auch an die Wiener Vorlesung, deren Programm ich Ihnen bei dieser Gelegenheit sehr empfehlen möchte. Vielen Dank zudem an unsere Kooperationspartner Time to Talk und die Alte Schmiede. An dieser Stelle darf ich Ihnen einen spannenden Abend wünschen und übergebe das Wort an meine Kollegin Reka Kinga-Papp, die Chefredakteurin von Eurozine, und bei der Gelegenheit auch ein herzliches Willkommen bei Eurozine. Thank you, Philipp, and thank you, Frau Röhlich. It is indeed nice to be here and meet all these people of tremendous achievements and potential, dear members of the Eurozine Network, and everyone lifting their spirits up at home watching the live stream for no explicable reason on this long weekend. I am honored to stand before you and also pretty much humbled to address such a great bunch, especially on my first actual work day at Eurozine, because these guys really know how to throw people in cold waters, which I, by the way, appreciate. But let me get to the point and not bide you time before the actual discussion. We have gathered here to discuss our future as a network of cultural journals, and these are not the easiest times for us either. As we all know, there's a Kulturkampf going down all over the North Atlantic region. It's all over the place. Everyone's talking about it, everyone who is afraid for their voter base. People in Europe are set to fear for their culture and their values, which most of them wish to hold on to, and charismatic politicians are talking about how we must defend European values from alleged attacks, which are set to be around the corner. I, for once, agree with this charismatic arrogance, although I must confess there might be a significant difference in what means by European values. I would personally suggest we start with the basics. Whoever wishes to champion Europeanness should get to it by defending the rule of law, the freedom of speech, and free press for a start. These are not exclusively European values, of course, I recognize, but exclusivity itself seems a little bit overrated these days, in multiple senses of the word. But clarity and structural understanding are needed now more than ever. The post-fact era, as it is colloquially called, started with the democratization of communication, and we must allow for it, for the democratization, but also thoughtfully help direct on a path of self-organizing as well as of public service. Our task is to bridge academic understanding with orientation, to build a bridge between academia and mainstream media, to bridge the popular with the classical, and somehow grasp entertainment and use it for orientation. Our notions and frameworks of public service need be rethought, as Mr. Legevi had already argued, and well further, I believe. They need to be broadened in many ways. It is indeed a long march through the institutions, if you will, and we need to start with those we actually have a say about, cultural journals. We need to adapt to the challenges of the digital era and use its potentials for the right causes. We need to find sustainable solutions, balancing between superficial clickbait journalism and the academic ivory tower, to find a middle ground that serves our causes the best, that gets our message through without distorting it. But has it hurt? Having said that, let me rather ask our keynote speakers for tonight to orient us on this rather overwhelming quest. Please join me in welcoming Klaus Legevi and Dania Cohn-Bendit on the stage, and please be prepared to join their discussion afterwards. So, jetzt sind wir dran. Schönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Sollten Sie Eurozine noch nicht kennen, dann ist es jetzt höchste Zeit. 20 Jahre sind schon ins Land gegangen. Und es wird Zeit, dass Sie das kennenlernen, was wirklich einen Zipfel europäische Öffentlichkeit schafft.
Sie wissen jetzt, wie viele Kulturzeitschriften in ganz Europa sich dort beteiligen, dass dort die Diskussion geführt wird, die wir so oft vermissen, eine substanzielle, inhaltliche Debatte, was Europa soll, was Europa ist, was die europäischen Werte sind, wie sich die europäischen Institutionen verändern können. Ich danke auch hier nochmal ausdrücklich den Mitbegründern von Eurozine, speziell der Zeitschrift Transit, die 50 Ausgaben erlebt hat und die ganz wichtig war für diese Debatte, bevor der Eiserne Vorhang sich gelüftet hat, für das Verständnis zwischen Osteuropa und dem Westen, der beispielsweise, nur von mir zu reden, mir viel von meiner westlichen Arroganz genommen hat und dem Unwissen, was die Vorgänge in Osteuropa betrifft. Leider gibt es Transit nicht mehr in gedruckter Form, aber es ist sozusagen die Erbschaft in Eurozine eingegangen. Und damit zum Thema, lieber Dani, ich freue mich, dass du in Wien bist, zum Vorgehen heute Abend. Ich werde Ihnen versuchen, ein bisschen zu motivieren, uns was über Europa zu erzählen. Das wird aber kein Streitgespräch. Also das normale Format im Fernsehzeitalter ist, dass man jetzt hier einen glühenden Verfechter von Europa, der nichts auf Europa kommen lässt, hinsetzt und einen, der Europa ganz schlimm findet. Das machen wir nicht, sondern wir diskutieren gewissermaßen auf engstem Raum eines grundsätzlichen Einverständnisses mit der Europäischen Union und mit der Notwendigkeit, Europa weiterzuentwickeln. Und zwar, wie man bei uns annehmen kann, ein kämpferisches Selbstverständnis, weil wir wissen, dass Europa und speziell auch die Europäische Union auf der Kippe steht und dass es wichtig ist, dass wir etwas für Europa tut. Das heißt, was eigentlich unser Ziel ist an diesem Abend, ist, dass Sie nach Hause gehen und das Gefühl haben, ja, auch ich bin persönlich gefragt, mich für Europa mehr einzusetzen, als ich das bisher vielleicht für nötig gehalten habe. Frau Rollig hat gesagt, dass hier der Geist von 68 beschworen wird. Das tun wir so selten, wie es nur irgendwie geht, aber wir fangen damit an. Mit der Frage zum Beispiel an Dani, warum eigentlich oder ob, frage ich mal neutraler, welche Rolle Europa, die Europäische Union, in 1968, womit wir immer meinen, die Jahre, sagen wir mal zwischen 1965 und 1970, 72, welche Rolle Europa eigentlich damals für dich persönlich, aber eben auch für das, was man außerparlamentarische Opposition oder Studentenrevolte genannt hat, bedeutet hat? Also merkwürdigerweise gar nicht, weil Europa für uns selbstverständlich war. Das heißt, die Welt, in der wir groß geworden sind, war ja die Welt der sich entwickelten, des sich entwickelten Europas. Wir haben die Gnade der späten Geburt für uns in Anspruch genommen und alle die, die nach 45 mühselig Europa aufgebaut haben, haben uns die Möglichkeit gegeben, in dieser Öffentlichkeit uns zu bewegen. Und da in den 60er Jahren die Bewegungen natürlich zusammengehalten wurden durch den Protest zum Beispiel gegen den Vietnamkrieg, aber auch durch den kulturellen Protest, dieser kulturelle Protest, der wurde aufgenommen sowohl in London als in Berlin als in Paris oder wo auch immer. Deswegen war da für uns die Auseinandersetzung mit Europa politisch, spielte keine Rolle, aber Europa real war die Grundlage unserer geistigen Bewegungsfreiheit. Und wir haben natürlich in dem Zusammenhang dann die Politikerinnen und vor allen Dingen Politiker, die Europa gegründet haben, sozusagen aus innenpolitischen Gründen, aus Gründen ihrer gesellschaftspolitischen Überzeugung, nicht so positiv bewertet. Das heißt sozusagen mit dem Protest gegen de Gaulle, Adenauer und die Generation der Gründer aus innenpolitischen Gründen, wegen ihrer Überzeugung, dann fiel sozusagen auch die europäische Dimension ein bisschen hinten runter. Ja, ja und nein. Das hängt dann davon ab, wer war. Also Kinder von jüdischen Immigranten, die haben natürlich da ein anderes Verhältnis gehabt. Oder Kinder von Flüchtlingen
oder von wie meine Eltern, die 33 aus Deutschland geflohen sind, haben natürlich in diesem Annäherungsversuch, das angefangen wurde, zum Beispiel Konrad Adenauer und de Gaulle, haben natürlich was mitbekommen, wie das unsere Eltern beschäftigt. Mhm. Sie konnten das nicht sagen, nee, das ist de Gaulle, das ist Adenauer, sondern es war ja für sie im Grunde genommen eine Hoffnung, eine traumatische Zeit zu überwinden. Die traumatische Zeit war ja nicht nur traumatisch für die Täter, hoffentlich war sie traumatisch, sondern auch für die Opfer. Ja, und die viele, Hannah Arendt, die haben gesagt, sie kann ja nur in Deutsch, also mit der deutschen Sprache eigentlich sich ausdrücken, auch wenn sie später Englisch geschrieben hat. Aber deswegen kann man nicht so sagen, dass für uns wir das untersubsumiert haben mit der Kritik an de Gaulle oder Adenauer, war alles erledigt. Also es hat eine andere emotionale Dimension gehabt. Was man vielleicht gut verstehen kann, wenn man sieht, wie viele auch akademische, aber auch sonstige Flüchtlinge jetzt nach Europa kommen, zum Beispiel aus der Türkei, dass zum Beispiel die Central European University hier nach Wien verlegt werden soll. Hoffen wir, dass das hier gut geht, liebe Österreicher. Mit der Verlegung meine ich, wie viele Wissenschaftler aus Russland sich nach Europa begeben. Also die Sache ist ja, hat ja auch sozusagen wieder einen aktuellen Untergrund. Es ist eben vom Kulturkampf geredet worden, der 68 ausgerufen wurde und der ja heute beantwortet wird. Marion Maréchal, die Enkelin von Jean-Marie Le Pen, hat gesagt kürzlich, man müsse 68 ausknipsen. Das ist, also im Grunde genommen gibt es da etwas, was ich faszinierend finde. Viele wie ich von 68, ich habe ja vor 10 Jahren ein Buch veröffentlicht, Forget 68, vergessen wir 68. Aus einem einfachen Grund, Leute, das war vor 50 Jahren. 50 Jahren, das wäre 1968, das wäre immer mein Beispiel, stellen Sie mal vor, Sie haben... Der Klaus Leggewie wäre ein intelligenter Journalist, 68, und er würde jetzt einen Franzosen einladen, der 1918 im 14-18 Krieg gekämpft hat, Poilu nennt man die, und denen die Frage gestellt, sagen Sie mal, vergleichen Sie doch mal den Vietnamkrieg mit dem Krieg 14-18. Da würde er sagen, hier haben Sie einen Duppen oder was, oder wie, das ist was ganz anderes. Es waren nur 50 Jahre. 1868 sind 50 Jahre. Das ist eine andere Welt. Und die Welt von heute ist eine andere. Deswegen sage ich, 68 hat viel ins Rollen gebracht. Wir haben auch viel Unsinn gesagt. Aber wir haben sozial, gesellschaftlich, haben wir Dinge angestoßen, die unglaubliche Veränderungen gebracht haben. Gleichzeitig haben wir politisch verloren, etc., etc. Deswegen ist für mich 68 vorbei, nicht weil ich das nicht mehr, es war eine fabelhafte Zeit. Aber die einzigen, die immer wieder mich daran erinnern, sind die Konservativen. Die Konservativen, ob sie jung sind, Marion Maréchal war ja gar nicht mal geboren, 68. Sarkozy hat einen Wahlkampf über 68 geführt, der Schwadronierer dieser Welt, ein Herr Dobrindt von der CSU, hat ja eine konservative Revolution ausgerufen gegen 68, heute. Dann sage ich mir, wir müssen ja ganz toll gewesen sein, dass sie 50 Jahre lang danach immer noch so viel Schiss haben, muss doch was bedeuten, was ich immer noch nicht verstanden habe. Das heißt, im Grunde genommen, die konservative Angst, was war da? Und ich glaube... Um das zu erklären, ist, dass damals sich etwas oder etwas geschah, was unglaublich wird. Nämlich, dass das Normative, wie wir leben sollen, das soll nicht mehr von oben definiert, sondern eine Bewegung und damit eine Gesellschaft nimmt sich das Recht, Lebensverhältnisse, Lebenswünsche neu zu definieren, von unten, von der Seite und von vor immer. Und das wollen sie bekämpfen. Sie wollen eine wiederherstellen, eine normative Gesellschaftsordnung, die von oben sagt, das darf man. Man darf so, Flüchtlinge soll man nicht wollen, dies darf man wollen und so weiter und so weiter. Das heißt, die konservative Regierung ist
etwas Restauratives, was sie wollen. Und deswegen benutzen sie jetzt 68, um Angst zu machen. Dabei ist es ihre Angst. Das ist ihr Unverständnis für gesellschaftliche Entwicklung. Deswegen habe ich mir vorgenommen, wenn ich hier nach Wien komme, will ich nicht das Miefige, was man jetzt auch in Europa und gerade in Österreich auch sieht, jetzt mich antun lassen oder aufnehmen, sondern ich übernehme das von 68. Seid realist, soyez realiste, demandez l'impossible, seid realistisch, verlangt das Unmögliche, und das Unmögliche ist, ja, ein Europa, was viel weiter an Souveränität gewinnt, ist möglich, wenn wir es wollen, und wir sollen aufhören, immer zu jammern, wie schwer es ist, sondern nur uns freuen, dass es von 45 bis heute so weit gelungen ist und dass wir jetzt das weiterentwickeln müssen, ohne permanent zu weinen und zu sagen, auch wie schwierig die Zeiten sind. Da ich gar kein intelligenter Journalist bin, sondern ein doofer Politologe, stelle ich jetzt mal eine typische Politologenfrage. Ist das jetzt gut oder schlecht, dass Frau Merkel so langsam Schritt für Schritt ihren Abschied nimmt für Europa? Es ist so. Es ist so. Und zwar, das Problem von Angela Merkel ist, dass seit der Wahl von Emmanuel Macron sie so in den Widersprüchen und auch in einer gewissen Kraftlosigkeit gefangen ist, dass sie das, was Europa braucht, heute in den letzten zwei Jahren oder letztes Jahr oder was, nicht formulieren konnte oder wollte. Und deswegen glaube ich, dass das Ende von Merkel ist das Ende einer europäischen Konstellation, wo Deutschland Stabilität und Konservatismus bedeutet hat. Also die Rolle Deutschland in der Euro-Krise, wo Merkel doch viel Schäuble überlassen hat, war nicht immer im Sinne Europas, sondern vielmehr im Sinne Deutschland oder andersrum. Merkel hat, das ist auch schwierig, ich rede ja nur von Europa, man kann andere Dinge. Für Merkel war Europa, bis sie Kanzlerin war, nicht das Wesentliche. Das ist, weil sie aus der DDR kam. Sie hat eine andere Sichtweise der Welt gehabt. Und dann hat sie als Kanzlerin gelernt, wie wichtig Europa ist. Aber sie hat an keinem Moment war sie in der Lage, die Herausforderung mitzutragen. Und als Macron dann seine Europavorstellung dargestellt hat, stand sie in den Widersprüchen mit Dobrindt, mit ich weiß nicht was für Seehofer heißt er. Seehofer, ja, also Menschen, die wirklich überhaupt nichts von Politik verstehen. Und die hat sich von denen einfach so einvernehmen lassen, dass sie gezeigt hat, sie ist nicht mehr die Person, die Europa, die Deutschland braucht, um die Herausforderungen Europas zu tragen. Dann ist es so. Und jetzt wird man sehen, was jetzt in Deutschland passiert. Aber das eröffnet wenigstens die Auseinandersetzung. Es wird kein CDU-Generalsekretär. Es wird der nächste Wahlkampf, Europawahl. Es wird der nächste Bundeswahlkampf wird um Europa gehen. Und keiner kann sich mehr verstecken. Und das finde ich gut. Man kann es verlieren auch. Aber das ist wenigstens wird es jetzt... Die Auseinandersetzung wird Europa prägen und prägend wird das auch für Europa. Jetzt haben wir zunächst nochmal dieses Problem mit dem Brexit. Der Brexit ist ein Beispiel dafür, was man machen kann, wenn man Volksabstimmungen für das letztgültige Mittel in der Politik hält, den Leuten Fragen stellt, die eigentlich so nicht beantwortbar sind mit Ja oder Nein, wo man ihnen die Konsequenzen nicht sagt, sodass jetzt tatsächlich eine immerhin demoskopisch vielleicht Mehrheit, vielleicht starke Minderheit sagt, das war eigentlich ein Fehler. Jetzt ist das aber da. Und die Gründer Europas haben immer gesagt, eigentlich gehört Großbritannien sowieso nicht dazu. Nehmen wir mal de Gaulle und Adenauer, die eigentlich dagegen waren, dass sie überhaupt reinkommen. Ist das jetzt für den europäischen Prozess ein ruinöser Vorgang? Oder ist das ein Vorgang, der Europa, den Rest Europas, noch mal stärker zusammenführt?
Ich habe kürzlich besucht das Haus der europäischen Geschichte, sehr empfehlenswert, in Brüssel, im dortigen Regierungsviertel. Dort liegt, von Rem Koolhaas aufbereitet, der Acquis Communautaire. Der ist ungefähr 10 Meter lang. Das sind die 80.000 Seiten des Acquis Communautaire. Und die muss man jetzt gewissermaßen, wenn der Brexit erfolgt, muss man die sozusagen Seite für Seite durchgehen, was sozusagen für die Engländer rausgenommen wird. Vor allem die Engländer müssen Seite für Seite jetzt neue Gesetze formulieren. So ist es. Genau. Das ist ihr Problem. Genau. Ja. Also wie siehst du jetzt, sagen wir, das soll ja nun im 29. März passieren. Wie siehst du die Problematik des Brexit? Also ich finde, diese Auseinandersetzung um England, gibt es zwei Möglichkeiten, sie zu verstehen. Die eine Möglichkeit ist, man schaut sich den Film über Churchill an und dann versteht man das Problem Englands. Die Engländer haben tiefes Misstrauen gegenüber Europa. Und zwar... Churchill hat das am klarsten formuliert und macht keinen Irrtum, als Churchill seine große Rede zu Europa formuliert hat in Zürich 1946, hat er von der Notwendigkeit der Vereinigung Europas gesprochen ohne England. Der hat nur gesagt, angesichts dessen, was in der Welt passiert, muss Europa stärker werden, natürlich im Bund mit den Engländern, aber nicht mit England. Warum hat England diese, und das sieht man in einer völlig bescheuerten Art und Weise, wenn es noch Fußballspiele gibt zwischen Deutschland und England und Deutschland, dann kommen die Boulevardzeitungen wieder mit der Pickelhaube und so weiter. Das Problem ist, und Churchill hat es formuliert, wir Engländer sind die Einzigen, die nicht in die Knie gegangen sind. Die ganzen europäischen Gesellschaften haben kollaboriert in der Niederlage. Das stimmt für einen Großteil von Frankreich, es stimmt für alle. Und deswegen sagen sie, weil wir sind anders und wir sind anders, weil wir eine Insel sind. Das heißt, für sie ist unvorstellbar, dass England Teil einer europäischen Souveränität sein konnte. Und deswegen war von Anfang an die Idee, auch von Margaret Thatcher, ja, England braucht den Beitritt zu einem gemeinsamen Markt, aber keine politische Union. So. Deswegen... Das ist die Position der Engländer. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt die moderne Position ansieht, die, sagen wir, Macron formuliert und andere, wenn wir eine neue europäische Souveränität brauchen angesichts der Globalisierung, angesichts dessen, dass wie Amerika sich entwickelt, China, die Sowjetunion, Russland und so weiter, dann sieht man, dass wir diese europäische Souveränität hat eine ökologische Dimension, hat eine soziale Dimension, sie hat aber auch eine Sicherheitsdimension. Und eine europäische Sicherheit und Verteidigungspolitik ist natürlich mit England ganz anders möglich als ohne. Deswegen glaube ich, dass die Auseinandersetzung Englands in Europa zu halten ein richtiger Ansatz ist. Allerdings muss man mit diesem verdammten Opting-outs auf. Also entweder ist man drin oder ist man draußen. Aber ein bisschen schwanger geht nicht. Ja? Und ein bisschen Europa geht nicht. Und deswegen sehe ich für den Brexit zwei Möglichkeiten. Sagen wir, die May macht eine Einigung mit Europa, indem sie in der Zollunion bleiben. Ich weiß nicht was, da geht sie ins Parlament und kriegt keine Mehrheit. So, sie kriegt keine Mehrheit, wenn die Sozialdemokraten, Labour sie nicht retten. Sie wissen ja, dass ein Großteil und Corbyn ja ein Europaskeptiker ist. Dass es könnte sein, dass ein Teil der Pro-Europäer-Konservativen gegen May stimmen, aber Labour sie rettet. Ich habe ein Interview geführt mit Tony Blair und ihn gefragt, glaubst du, ich habe ihn erst mal gefragt, bist du noch Mitglied der Labour? Da hat er gelächelt, hat gesagt, nachdem er ein bisschen überlegt hat, ja gesagt. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, glaubst du, dass Corbyn May retten können für den Brexit? Und dann hat er gesagt, auch noch mal lange überlegt und hat gesagt, nein, ich glaube nicht. Und dann habe ich ihn gefragt, hoffst du nicht oder bist du sicher, dass er es nicht macht? Und da hat er noch mal länger überlegt und hat gesagt, ich glaube es nicht. Aber natürlich hat er gesagt, ich hoffe es nicht. Und das ist das Problem.
Wenn May keine Mehrheit im Parlament kriegt, dann wird dieses Parlament beschließen, eine neue Abstimmung. Und wenn es eine neue Abstimmung gibt, dann wird es eine Abstimmung geben, nicht über halbes Drehen, sondern ja oder nein. Und da, wer wird das entscheiden? Alle, die unter 40 sind. Wenn alle, die zwischen 18 und 40 so wählen, also massenhaft wählen gehen, was die letzten nicht getan haben, dann wird ein Remain gewinnen. Das ist jetzt die Auseinandersetzung. Wie kann man ihnen helfen? Sie sind ja Kulturzeitschrift, ich kann nicht sagen. Der Fehler der letzten Remain-Campaign, hätten sie 6 große Rockkonzerte organisiert, von den Rolling Stones bis ich weiß, die hätten alle mitgemacht, hätten sie junge Menschen mobilisiert. Das heißt, wir müssen auch denken, Europa ist für viele junge Menschen ein Lebensgefühl. Darauf müssen wir aufbauen. Dieses Lebensgefühl wollen sie nicht verlieren, das merken sie jetzt, nicht nur in England, auch zum Beispiel in Österreich oder in anderen Ländern. Ich glaube, wir reden hier über das grundlegende Problem, dass wir im Grunde virtuelle Mehrheiten für alles Mögliche haben, für eine vernünftige Politik, für liberale Gesellschaften, für Europa, für die Demokratie. Aber dass wir die gerade angesprochene Gruppe von der, sagen wir mal, der 16- bis 40-Jährigen nur sehr, sehr schwer mobilisieren können. Das wird auch das Problem in den Vereinigten Staaten am nächsten Dienstag, Mittwoch sein, ja, ob tatsächlich alle, die eigentlich gegen Trump sind, dann auch wirklich hingehen. Denn es ist ja logisch, dass die meisten Engländer jüngeren Alters, nicht in allen Regionen, aber in den urbanen Zentren, tatsächlich gegen den Brexit sind, aber nur demoskopisch. Und das ist ein Grundproblem, was wir überall sehen, dass wir natürlich eine Mehrheit von Österreicherinnen und Österreichern gegen den die FPÖ organisieren könnten. Aber leider bleibt das virtuell, dass wir natürlich... Das ist einmal gesungen, Van der Bellen. Ja, und dann ging es nicht weiter. Ja, okay, ja, aber das ist einmal gesungen. Absolut. Und das war ein ganz zentraler Moment für Europa. Ja. Denn wäre die österreichische Operation, hätte die geklappt, das heißt, und wäre dann eine schwarz-grüne, wie auch immer, Regierung zustande gekommen, wäre auch der Prozess in vielen anderen Ländern nicht so weitergelaufen, wie er weitergelaufen ist. Jetzt haben die Rechten Auftrieb bekommen, weil sie sagen können, wir können uns überall durchsetzen und wir sind im Grunde genommen dann in Stichwahlen, wie das in Österreich war, so stark, unsere Bataillone zu mobilisieren. Bist du noch Mitglied der Grünen? Ja. Sehr gut. Das betrifft ja, worauf wir später kommen werden, er hat nicht nachgedacht, ne? Also im Unterschied zu Tony Blair hat er das... Ja, ich weiß ja, weil jedes Jahr kriege ich ja einen Zettel für die Steuer, wo mir gesagt wird, wie viel ich an Mitgliederbeiträge gezahlt habe. Ja, ja. Und deswegen werde ich immer daran erinnert, dass ich noch Mitglied bin. Also Karteileiche. Nein, ich diskutiere mit dem. Das ist bei mir schwierig, weil ich in Deutschland die Grünen unterstütze, auch jetzt für die Europawahl, und in Frankreich Macron und nicht die Grünen, obwohl alle Grünen meine Freunde sind. Also deswegen ist, was ich bin, ist manchmal schwierig. Ja. Gut, es ist normal. Gut, darüber reden wir noch am Schluss, weil Sie ja nach Hause gehen sollen und etwas für die Europawahl mitnehmen wollen. Jetzt hast du gerade deine Optionen für Macron nochmal deutlich gemacht. Die ist auch sozusagen schon weltbekannt, dass die Vorschläge von Macron deinen Beifall finden. Macron ist im Moment in einem ziemlichen Tief, demoskopisch gesprochen, im Blick auf die Situation in Frankreich und so weiter und so weiter. Er gerät wieder zwischen die Mühlsteine des alten Systems in Frankreich, wo die Rechte, die Linke, eben alles, was im Zentrum ist, was im Grunde genommen die einzig vitale Kraft in Frankreich ist, wo das sozusagen aufgerieben wird. Wir haben schon eben über Marion Maréchal gesprochen, wir können über Mélenchon sprechen. Das heißt, Macron ist innenpolitisch in einer schwierigen Situation und außenpolitisch fehlt ihm im Grunde genommen jetzt sichtbar, was eigentlich die ganze Zeit schon fehlte, nämlich die deutsche Partnerin oder der deutsche Partner. Ich glaube kaum, dass die drei in Deutschland antretenden Spitzenkandidaten für den Parteivorsitz und dann natürlich auch für die mögliche Kanzlerschaft, das ist übrigens alles nicht mehr sicher in Deutschland, dass die CDU noch stärkste Partei bleiben wird, dass die den Europakurs, sagen wir mal, radikal ändern würden. Das heißt, Deutschland bleibt...
Die Situation für Macron, die wollte ich jetzt eingehen. Andere Partner, wie zum Beispiel Italien, wie zum Beispiel die Niederlande, ja, werden ja auch immer schwächer, sind ja kaum als Bündnispartner noch vorhanden. Länder wie Schweden haben es zu tun mit den Schwedendemokraten und drücken auch auf die Bremse. Was ist eigentlich das an dem Macronschen Programm, was nicht nur einen bewegen und faszinieren kann, sondern wo man sagen kann, das muss im Grunde genommen bis zum Mai, wenn Europawahlen sind, als ein nicht nur Macronsches, sondern als ein proeuropäisches Programm sich verbreiten? Was sind die Stützpfeiler gewissermaßen dieser Vision, die er hat? Also ich glaube, dass viele, die heute auf der europäischen Ebene diskutieren, aber auch dann nationalen versuchen zu vermitteln, doch einiges verstanden haben. Viele haben verstanden, es gibt welche an den Rändern, die immer glauben, sich davon, die davon laufen wollen, zu glauben, wenn wir die Frage des Klimawandels ernst nehmen, dann wird es national nicht gehen. Das heißt, wenn wir nicht in der Lage sind, eine Klimapolitik gemeinsam zu formulieren, die uns in Europa die Möglichkeit gibt, in der Welt einen Einfluss zu haben, damit dieses Planet gerettet wird. Und der Spruch von Macron, als Trump gesagt hat, er geht raus aus dem Pariser Abkommen, make the planet great again. Das war genau der Punkt, wo er viele fangen kann. Denn es ist ja, nehmen wir ein Beispiel. Was die Mobilität angeht, würde ich behaupten, die Schweiz hat ein wunderbares Programm und auch umgesetzt. Einfluss auf dem Weltklima 0,00000. Jetzt höre ich mal auf und sage mal eins. Ich weiß nicht mehr, ob es da schon stimmt. Das heißt, wenn wir alle, natürlich müssen wir unsere Städte, natürlich müssen Länder regional, aber dies alles muss gebündelt werden in eine europäische Position. Das ist die einzige Position, die es uns erlaubt, wirklich entscheidende Schritte in der Frage des Klimas. Und die Klimafrage strukturiert dann auch die Ökonomie. Und das ist die Auseinandersetzung, die wir tragen müssen. Das heißt, das wird eine der Debatten sein bei der Europawahl. Zweitens, ich weiß, Sie werden mir sagen, die Österreicher haben sich jetzt rausgeklinkt aus der aus dem UN-Migrationspakt. Egal, was die Herren Kurz und Strache da denken, die Migrationsfrage ist nicht national lösbar. Sie ist nicht lösbar, in welcher Form auch immer. Das heißt, die Entwicklung Afrikas, damit die Menschen eine Perspektive bei sich sehen, was auch immer, ist von solchen kleinkarierten Provinzfürsten einfach nicht nur eine Gefährdung ihrer Provinz, sondern auch das Zeichen, dass sie irgendwann abgehängt werden. Und deswegen glaube ich, dass das auch die Migrationsfragen, das heißt, wie sind wir human, ohne zu glauben, dass die Rettung des Planets dahin belohnt, dass alle Menschen, die glauben, Europa ist die Rettung, nach Europa kommen können? Das ist eine schwierige Frage. Aber nur wenn man das miteinander verhandelt, wird man humane Lösungen finden mit Schwierigkeiten. Das Zweite ist, die ganze Frage heute der ökonomischen Entwicklung ist nicht mehr national zu lösen. Die Frage sozialer Gerechtigkeit, sozialer Anteil ist national nur kurzfristig zu lösen. Deswegen glaube ich, dass wir eine große Chance haben, in der europäischen Debatte das, was Macron angestoßen hat und noch viel mehr. Das heißt ja nicht, dass Macron jetzt einfach Jesus, der aus Wasser ist, denn auf Wasser läuft er nicht. Das sieht er in Frankreich im Moment. Aber das heißt, dass das die Auseinandersetzung. Und ich bin überrascht gewesen, dass doch Merz, der weiß Gott nicht so denkt wie ich oder ich wie er,
Das hoffen wir sehr, ja. Ja, aber er hat sofort gesagt, Macron verdient eine Antwort. Das heißt, er weiß, wenn morgen die Bundesregierung, die kann jetzt nicht einfach immer sagen, ja, ich muss auf Seehofer warten, ja, ich muss auf Dobrindt warten. Deswegen glaube ich, dass auch da wird in den nächsten Monaten sich was abspielen. Und ich will nicht sagen, ich bin zuversichtlich. Ich glaube, die Auseinandersetzung wird schwierig. Zum Beispiel glaubt die CSU, glauben die auch in Österreich, glaubt der Kurz, dass zum Beispiel sie haben einen Kandidat für Kommissionspräsident zu werden, ein Herr Manfred Weber von der CSU. Ich kann Ihnen sagen, er wird es nicht. Er wird es nicht. Ich will Ihnen sagen, warum. Manfred Weber hat es abgelehnt, dass die Fidesz, die Partei von Orban, aus der Europäischen Volkspartei ausgeschlossen wird. Und die Europäische, er hat zwar im Parlament gestimmt, dafür gestimmt, dass ein Verfahren eingeleitet wird, aber die ganze Fraktion der CSU hat dagegen gestimmt und er hat beim Spitzentreffen der Europäischen Volkspartei dafür gesorgt, dass die Fidesz Mitglied der Europäischen Volkspartei bleibt. Und dann, glaube ich, wird im Wahlkampf ein ganz einfacher Spruch sein. Die für die liberale Demokratie sind, die für die Werte der Europäischen Union sind, sie können nicht akzeptieren, dass ein Kommissionspräsident einer wird, in dessen Fraktion Orban oder in dessen Fraktion die PiS oder woanders wäre. Das ist ein Verrat an den europäischen Werten. Und ich kann Ihnen sagen, dass es immer eine Mehrheit, egal wie viele Stimmen, also dass die Europäische Volkspartei vielleicht die stärkste Partei, aber die wird keine Mehrheit haben. Und Manfred Weber wird nicht die Chuzpe haben, er wird es genau da nicht schaffen, mit den Rechtsextremen eine Mehrheit zu suchen. Und ansonsten von der Mitte bis nach links werden sie gegen ihn stimmen. Deswegen glaube ich, dass eine der zentralen Auseinandersetzungen des europäischen Wahlkampfs wird sein, die Frage der Demokratie, der liberalen Demokratie, die Frage der Freiheit und die Fragen des, was ist, man sagt immer Schutz von Minderheiten. Es geht nicht um Artenschutz. Es geht darum, dass die Demokratie ein Demokratieverständnis ist. Nicht diejenigen, die in der Mehrheit sehen, können machen, was sie wollen. Sie haben vorhin von Rechtsstaat gesprochen. Genau das ist das Problem. Rechtsstaatlich ist ja das, dass Opposition, Minderheit ein Mindestmaß an öffentlicher Artikulationsmöglichkeit haben und politischer Handlungsfähigkeit haben. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass wir in Europa in den nächsten Monaten genau diese Debatte haben werden. Und diese Debatte wird zeigen, dass die, so wie die Europäische Volkspartei heute organisiert ist, indem sie diese Widersprüche nicht auflösen will, keinen Kommissionspräsidenten stellen wird und auch nicht kein Vorsitzender des Europäischen Parlaments. Du hast über den Zusammenhang gesprochen, der zum Beispiel zwischen der Klimapolitik, übrigens ist Artensterben ein ähnlich gewaltiges Problem, was auch nicht national lösbar ist, und den sozialen Fragen besteht. Nun behandeln die Nationalstaaten die Wohlfahrtsstaatsfrage als praktisch ihr wirkliches Sanktuarium. Das ist das, wo nationale Souveränität noch gilt, ähnlich wie bei der Sicherheit. Darüber müssen wir reden. Das heißt, wir haben es hier mit einem harten Kern von nationalstaatlichem Souveränismus zu tun, der sagt, das müssen wir bitte zu Hause klären. Ich will mal ein Beispiel nennen. Die Schweden haben eine vorbildliche Asylpolitik gemacht und sie haben auch eine vorbildliche Integrationspolitik gemacht. Ja, das würde ich bezweifeln, vorbildlich. Und zwar, jetzt kommt die Einschränkung, darf ich dir schon vorwegnehmen, im Volkshaus. Das heißt, die Art und Weise, wie Schweden solidarisch mit anderen, mit Flüchtlingen, mit Asylbewerbern, mit sozial Schwächeren in der eigenen Gesellschaft war, hatte etwas zu tun mit einer Vorstellung vom Volkshaus. Das ist ursprünglich ein konservatives, dann ein sozialdemokratisches Konzept gewesen, in dem alle, die in Schweden
tätig sind, arbeiten, Steuern zahlen, Ansprüche haben auf soziale Leistungen. Und die Schwedendemokraten haben genau gesagt, das wollen wir auch so beibehalten. Das heißt, wir wollen national entscheiden, wer hier etwas vom Kuchen bekommt und wer nicht. Und die Frage zu klären, wie man ja im Prinzip immer nur nationalstaatlich garantierte soziale Leistungen, Transferleistungen europäisiert, das ist eines der Kunststücke, wo man dann auch, übrigens auch die Europäische Linke, eine Antwort darauf finden muss. Ist das so etwas, zumindest tentativ, wie eine europäische Arbeitslosenversicherung, hat der deutsche Finanzminister in die Debatte gebracht. Ist das eine europaweite Debatte über garantiertes Grundeinkommen, vielleicht nicht bedingungslos, sondern zumindest an bestimmte soziale Benachteiligte und dergleichen mehr. Das heißt, der Kern eines europäischen Projektes ist jetzt zur Lösung der ganzen ökologischen Problematiken, zur Lösung, zur Aufrechterhaltung auch demokratischer Prozesse, ist im Grunde genommen der soziale Zusammenhalt. Da hast du was, fehlt was, um zu eröffnen, die Möglichkeit eben diese Konvergenz in der sozialen Frage herzustellen. Vorschläge hast du ja genannt, der Scholz übernahm den Vorschlag des ehemaligen französischen Finanzministers Moscovici, der ja unter Hollande diesen Vorschlag gemacht hat. Nämlich, dass du in einem Europa mit einem gemeinsamen Markt und mit einer gemeinsamen Währung zu einer Konvergenz der ganzen Steuerpolitik, vor allem der Unternehmenssteuer, kommen musst. Denn das, du kannst nicht einen gemeinsamen Markt haben mit einer gemeinsamen Währung und einer permanent sich steigernden Steuerkonkurrenz. Das heißt, die soziale Frage und die Steuerpolitik gehören zusammen. Denn nur so wirst du aus dem ersten Schritt einer europäischen Wirtschaftsunion eine wirkliche Sozialunion und damit auch eine Gerechtigkeitsunion. Und da müssen sich alle stärken. Das ist eine schwere Auseinandersetzung. Wir haben es gesehen an der Frage, wie man mit Griechenland umgegangen ist. Wir sehen es jetzt mit Italien. Da kann man auch ein paar Worte dann verlieren. Dass wir diese Sozialunion, Wirtschaftsunion, soziale Union, Steuerunion und Gerechtigkeitsunion mitdenken müssen. Und mit dem Begriff der, warum brauchen wir dies als Paket? Weil wir brauchen eine europäische Souveränität, um in der Lage zu sein, im Weltmaßstab die Auseinandersetzung auszutragen, zum Beispiel jetzt in der ganzen Frage des Handels und so weiter oder der ganzen Auseinandersetzung, die wir haben jetzt mit China oder mit Russland oder mit den Vereinigten Staaten. Das heißt, zum ersten Mal werden wir in der Lage, und das ist jetzt die Frage, wie gut die politisch handelnden Personen sind oder nicht, werden wir in der Lage sein, den Menschen in Europa zu sagen, es gibt einen Zusammenhang. Ihr lieben Deutsch, euer Wohlstand hängt davon ab, ob dieses Europa zusammenhält. Denn wenn dieses Europa zusammenbricht, ist der ganze, dieses Exportland Deutschland zu 65% kastriert. Und kastriert lebt man schlechter. Und deswegen, aber wenn man dieses Europa als Zusammenhang behalten will, muss man die Frage von Steuerkonvergenz, von Gerechtigkeit und so weiter mitdenken. Und das wird die Auseinandersetzung in den nächsten Jahren. Genau, die Auseinandersetzung geht darum, wie wir sozusagen die nationalstaatlichen Heiligtümer, also die Sicherheit, die soziale Sicherheit, die Steuereinnahmen, wie wir das vergemeinschaften. Da sind bei den meisten, die über Europa nachdenken, die größten Hemmungen, die größten Tabus, die größten Rücksichtnahmen, die größte Angst, dass man etwas aus der Hand gibt. Ja? Und so wie du es erklärt hast, kann man es mit einem Nutzenargument erklären. Ein Solidarargument ist auch nicht schlecht, wenn man sagt, wir haben auch mit Griechenland und mit Süditalien und mit Spanien und mit Portugal haben wir nicht nur eine Kosten-Nutzen-Relation, sondern wir haben auch Verpflichtungen für Solidarität in Europa, steht in Artikel 2 des EU-Vertrages drin. Also das wird die große Auseinandersetzung sein. Ja, aber man kann Sachen zeigen. Ich möchte an Italien im Moment sagen. Da habt ihr auch naseweiß. Ich meine, es ist ja interessant, wie Nationalisten plötzlich an ihrem eigenen Nationalismus scheitern. Also Kurz und ja, also die
diese österreichische Regierung eigentlich emotional sympathisiert sie mit den Italienern. Und das mit den Flüchtlingen finden sie ganz toll. Nur jetzt kommt die Frage des Haushalts und des Euros. Und dann weiß natürlich Herr Kurz, wenn die Italiener das so weitermachen, dann wer wird mitbezahlen? Österreich. Und deswegen ist plötzlich die Freundschaft mit Salvini getrübt. Da gibt es noch die Frage von Südtirol, aber das lasse ich erstmal beiseite. Ja? Das kommt noch dazu. Interessant wird es doch sein, wenn man die italienische Frage mal so setzt. Klar ist, dass Europa in Bringschuld ist für Italien. Egal jetzt, welche Regierung, in was. Wir haben jahrelang die Italiener allein gelassen in der Flüchtlingsfrage. Das stimmt. Flüchtlinge kommen an und die europäischen Staaten, inklusive Frankreich, haben immer gesagt, das ist euer Problem, Dublin, Dublin, Dublin. Und die Italiener haben gesagt, das verstehen wir nicht, die Flüchtlinge kommen nicht in Dublin an, sondern die kommen in Palermo an. Und wir haben uns kalt, und also die Mehrheit, weggeguckt, welches Problem es gibt, immer wieder mehr Flüchtlinge aufzunehmen. Und dann die Italiener sollen entscheiden, wer bleiben kann oder nicht. Die Entscheidung fällt schwierig, dann gibt es immer mehr Menschen, die in Italien arbeiten, aber nicht legal sind und so weiter und so weiter. Das ist einer der Gründe, es gibt noch mehrere Gründe, die die Italiener selber produziert haben, dass diese Gesellschaft so ins Rutschen gekommen ist. Jetzt haben wir ein Problem mit der Frage, weil natürlich gehört Italien zu den Ländern, die viel für Europa getan haben. Gründungsmitglied auch im Denken. Spinelli. Spinelli und so weiter. Und deswegen finde ich, müsste man eine intelligente Art und Weise sagen, es ist falsch, was ihr jetzt macht, aber wir sind bereit, euch eine Übergangslösung zu erlauben, damit ihr versteht, was da falsch ist. Und man muss versuchen, auch den Menschen in Italien jetzt die Augen zu öffnen, dass sie jetzt auf einem ganz gefährlichen Trip sind. Aber dazu braucht man Zeit. Und das ist diese schwarze Pädagogik, die jetzt viele europäische Staaten mit Italien machen wollen, ist falsch. Das heißt, man muss nicht sagen, ja, sie haben recht, sondern man muss sagen, okay, welche Dynamik kann man in Italien mit anstoßen, damit das nicht ganz den Bach runtergeht? Das ist eine schwierige Frage. Da gehört politische Intelligenz dazu und nicht Rechthaberei. Ich meine, das ganze europäische Projekt hat eine Schwäche. Die Schwäche ist, und das hat man während der Irland-Krise gesehen, Griechenland-Krise. Die meisten europäischen Staaten denken, wir sind proeuropäisch oder die Mehrheit, aber die Deutschen sagen, wir wollen deutsches Europa. Also nicht, dass die Deutschen dominieren, aber so wie die deutsche Wirtschaft, die Gesellschaft funktioniert, muss eigentlich Europa funktionieren, das wäre prima. Die Holländer sagen, so wie Holland produziert, wunderbar, Europa soll holländisch sein. Die Griechen haben gesagt, so wie die Griechenland funktioniert, mit Beschiss und Steuerbetrug, so soll ganz Europa funktionieren. Ja? Das ist wunderbar. Und die Franzosen sagen, so wie die Grande Nation sich in der Welt beamen will, so soll auch Europa. Und das kann nicht so funktionieren. Das heißt, was ist das Neue, was wir gemeinsam erarbeitet haben, ist ja viel getan worden, und entwickeln müssen, das steht jetzt zur Debatte, damit diese nationale Sicht einer europäischen Notwendigkeit einfach überwunden werden kann. Wir gucken gleich nochmal, wie man sowas organisieren könnte, wenn man also sozusagen normativ weiß, programmatisch, wo man hin will, wo die Notwendigkeiten nicht etwa eines Rückschreitens, sondern eines Voranschreitens auf europäischer Ebene sind. Die Stichworte sind genannt, Sozialunion, Sicherheitsunion, Umweltunion, Fiskalunion und so weiter. Gerechtigkeitsunion. Ja. Das kann man mit der Sozialunion sozusagen ist verbinden. Ist das Gleiche. Ja, stimmt. Wir haben der SPD immer geraten, nicht zu sagen Gerechtigkeit, sondern Solidarität. Aber das ist jetzt ein anderes Problem. Aber weil du gerade von schwarzer Pädagogik gesprochen hast. Schwarze Pädagogik nicht gegen Italien, aber doch gegen Ungarn und Polen? Nein. Die Frage Ungarn und Polen ist eine Frage des Rechtsstaates.
Wenn Italien, oder die Schwierigkeit für Italien ist ja so, dass die Schulden, die 2,4%, die sie jetzt anpeilen, unter der 3%-Grenze ist. Dass aber die angesammelten Schulden von 130% dies vergrößert. Und das ist zu schwer. Das ist komplex. Aber die Frage an Ungarn oder Polen, wenn ihr den Rechtsstaat außer Kraft setzt, zum Beispiel die Polen mit den Gerichtsentscheidungen oder die Ungarn mit der Freiheit oder was sie für bestimmte Nichtregierungsorganisationen beschlossen haben oder was sie mit der Soros-Universität gemacht haben, dann ist eine Frage der demokratischen Substanz. Und das kann man anders beantworten, nämlich durch den Europäischen Gerichtshof und nicht einfach durch eine politische Willkür. Wir müssen uns darüber unterhalten, wie man einen Prozess organisiert, der von jetzt an noch 6 Monate ist. Das heißt, die Europawahl findet Ende Mai statt. Wir haben in Deutschland noch mal Pause, bis endlich eine neue CDU-Vorsitzende gekürt ist. Ja, das wird kompliziert. Das wird vielleicht dann noch eine neue Regierung und so weiter. Ja, also alles wartet auf Deutschland, aber wir warten jetzt mal nicht, sondern wir haben ungefähr 6 Monate netto Zeit. Jetzt haben wir den Aufmarsch diverser Parteien in allen Nationalstaaten. Wir haben keine transnationale Liste, wie von uns. Das hat Weber verhindert. Das, was unseren Vorschlag, schmählicherweise, deinen vor allen Dingen. Wir haben nicht Macrons Liste. Macrons Dannys Vorschlag? Ja, so und so weiter. Ja, ja, gut, also okay. Gut, ich war nicht dabei. Aber ich. Wir haben diese. Das ist den Leuten schon klar geworden. Ja. Aber man muss allen Leuten immer alles sagen. Ja. Wir haben also Spitzenkandidaten noch und nöcher, jetzt auf der nationalen Ebene. Das wird für das Projekt, worüber wir sprechen, relativ suboptimal sein, sagen wir es mal so. Das heißt, wie kriegt man es jetzt hin, dass man bis Mai eine europäische Bewegung kreiert, die tatsächlich über die Grenzen hinweg die von uns gerade nur kursorisch behandelten Zielsetzungen verfolgt, die wirklich ein europäisches Projekt verfolgt, die also nicht nationale Wahlschlachten und Auseinandersetzungen in Österreich, in Dänemark, in Deutschland sozusagen europäisiert, pseudo-europäisiert, sondern die tatsächlich so etwas schafft wie einen europäischen Resonanzraum, eine europäische Öffentlichkeit, etwas wie die europäische Demokratie. Auch schafft. Also das ist ja das Problem, warum das Scheitern der transnationalen Listen, also der Zwang, als ein Teil der europäischen Abgeordneten auf eine gemeinsame Liste in ganz Europa gewählt werden, hätte uns dazu gebracht, ja, alle zu zwingen, europäische Debatten zu führen. Aber das kann man machen. Man kann das machen, indem also die Rechten, Bannon versucht das ja, die populistische Rechte jetzt zusammenzubringen. Und wir müssen im Grunde genommen eine Anti-Bannon-Zentrifugale schaffen. Das sei eine Kraft, die überall hingeht in ganz Europa und erklärt, ja, dass es gibt viele Divergenzen, wie man innerhalb eines liberalen demokratischen Raums, in einem liberalen demokratischen Raum, wie man Politik machen kann. Aber entscheidend ist, wie man in der Lage ist, diesen liberalen demokratischen Raum zu verteidigen, damit wir dann uns streiten können, wie man Politik macht. Das steht zur Debatte. Und das will mal das Beispiel Österreich geben. Also in Österreich haben wir jetzt klare Verhältnisse mit dieser Regierung. Und da gehen wir zu Europawahlen, werden jetzt die Schwachen dieser Welt alle behaupten, sie hätten aber die Lösung. Die Sozialdemokraten, die Grünen, Abspaltung 2, Abspaltung 1, die Neos, Liberalen und so weiter. Und im Grunde genommen aber denken die alle, wir müssen diese Idee einer liberalen Gesellschaftsordnung verteidigen. Und deswegen schlage ich vor, also nicht ich, dass man eigentlich die Sozialdemokraten, die Grünen, die Liberalen, Grünen Spaltung 1, Spaltung 2, überlegen sollten, ob sie nicht eine gemeinsame Plattform machen. Eine Plattform, wo sie sagen, wir wollen Europa als liberale Gesellschaftsordnung.
Und die sollen gemeinsam eine Liste machen für diese Auseinandersetzung, weil sie allein gegenüber der Wucht, der falschen Argument, der verlogenen Argument von den Konservativen und von den Rechtspopulisten nicht die Kraft haben werden. Aber gemeinsam werden sie in der Lage zu sagen, wir sind und wir haben die Lehren aus den 30er Jahren gezogen. Die Lehren, dass die Linken, die Sozialdemokraten, die Kommunisten, die Liberalen immer geglaubt haben, sie können einzeln diesen rechten Wahn Widerstand leisten. Und das haben sie nicht gekonnt. Und ich glaube, wenn sie sich zusammentun, dann geben sie wieder Hoffnung in der österreichischen Gesellschaft. Es gibt ein Riesenpotenzial, die weder FPÖ noch ÖVP wollen. Aber dieses Potenzial muss man jetzt überraschen mit einem Coup, was niemand erwartet hat. Und wenn man dann so jemand nimmt wie Johannes Fockenhuber, der so eine Plattform zusammenbringen kann, dann wäre es eine richtungsweise Lösung für diese europäische Wahl. Nicht für immer, aber dann würde man meiner Meinung nach, und wenn Österreich sowas beginnen wird, würde in anderen Ländern sowas auch passieren. Das heißt, wir müssen daran arbeiten, dass wir in Frankreich, ist es lächerlich. Wir haben die Gefahr in Frankreich, dass wir 4 ökologische Parteien haben werden, die also die ehemalige Sozialistin, Umweltministerin, jetzt nur Ökologin, Ségolène Royal will eine Liste machen mit der Zivilgesellschaft. Dann gibt es die Grünen, die machen eine Europäkologie, eine eigene Liste mit der Zivilgesellschaft. Dann gibt es eine andere ehemalige Umweltministerin, Sozialistin, Bateau, die will eine eigene grüne Liste machen mit der Zivilgesellschaft. Und dann gibt es einen ehemaligen Sozialisten, der eine grün-sozialistisch-ökologische Liste machen will mit der Zivilgesellschaft und so weiter. Und da sage ich, und wenn Sie Ihre These, also was Sie als Statement, als politisches Statement sagen, sagen Sie alle, Punkt 1, unser Planet ist gefährdet. Punkt 2, zentral ist der Kampf gegen den Klimawandel. Die sagen alle das Gleiche. Und das ist die Mutter der Schlachten. Aber es muss 5 unterschiedliche Organisationen sagen, die alle 3% kriegen werden. Oder vielleicht 4. Denn das erinnert mich an die Trotzkisten. Die Trotzkisten haben alle immer, ja, sie von Trotzki abgeleitet, ja, ihr theoretisch-ideologischen Fundus. Aber jede trotzkistische Unterorganisation sagt, wir haben es am besten verstanden, die anderen nicht. Und so ist es, und es gibt das Gleiche mit den Sozialdemokraten. Deswegen glaube ich, dass die Zivilgesellschaft sich nicht instrumentalisieren lassen soll, dass wir sagen müssen, nee, Leute, ihr könnt nicht einfach so weitermachen in dieser europäischen Auseinandersetzung, sonst werden wir alle verlieren. In Deutschland? In Deutschland ist die Frage anders, schwieriger. Das heißt, wird es, die Parteienlandschaft ist in Deutschland gefestigter, auch wenn sie breiter geworden ist. Und das Problem ist, dass diese neue Bewegung im Moment von den Grünen dargestellt. Ich weiß nicht, wie es in einem Jahr oder 2 Jahren sein wird. Und deswegen wird sich zeigen, inwieweit in diesem Wahlkampf die Grünen oder die SPD, die eine sehr gute Spitzenkandidatin hat mit der jetzigen Justizministerin, ob sie in der Lage sein werden, nicht nur die Frage im Wahlkampf ihrer eigenen Organisation, sondern wie sie die Frage stellen kann, wie werden sie sich im Europaparlament verhalten. Das heißt, das zu übertragen, dass die festen, rigiden Formen der Fraktionen im Europaparlament auch überwunden werden können. Das ist, glaube ich, die Möglichkeit, die es für Deutschland gibt. Vielen Leuten ist das zu mittig. Die möchten gerne eine linke Alternative. Ich rede jetzt nicht von den linken Souveränisten, die eigentlich auf den Nationalstaat setzen und die EU eigentlich sehr skeptisch betrachten. Aber es gibt Leute wie Varoufakis, ja, die sagen, wir machen Diem25, das können wir auch in verschiedenen Ländern organisieren. Gehört der dazu, zu diesem Mainstream in der Mitte, den du gerade skizziert hast? Varoufakis ist ja ein interessanter Mann.
weil er immer eine Sache sagt, das Gegenteil, und meint, das wäre das Gleiche. Ich glaube, erstmal, Varoufakis weiß nicht, wenn er kandidiert, wo er 5% kriegt. Ist nicht sicher, dass er, wenn er Diem-Liste macht in Griechenland, dass er die 5%-Hürde schafft. Das heißt, er hat ein Argument, das liberale, neoliberale Europa. Und da hat er Versatzstücke, die nicht falsch sind. Ich glaube nicht, dass diese Linke, die weiß genau, dass wenn sie ein anderes Europa wollen, dann muss das von der Mitte bis zu ihnen gehen. Sie werden, auch wenn sie 5% schaffen, werden sie nicht den Kern eines Gegengewichts sein. Und deswegen glaube ich, natürlich gehört Varoufakis dazu, wenn er dazugehören will. Ich glaube, wir haben relativ deutlich gemacht, worin in Bezug auf die Europawahl, aber in Bezug auf Europa insgesamt unser Problem besteht. Wir sehen zum Beispiel in Polen, dass es die Möglichkeit arithmetisch, rechnerisch gäbe, eine Opposition gegen PiS zusammenzubringen. Und genau das funktioniert nicht, wie wir jetzt auch wieder gesehen haben. Wir sehen gleichzeitig, wie die Gesellschaften immer stärker gespalten sind. Also die Wahlergebnisse in Polen waren ausgesprochen interessant in Bezug darauf, dass man in Warschau im ersten Wahlgang 53% für den Kandidaten der Bürgerplattform bekommen kann und auf dem flachen Land eben nicht. Und diese Situation haben wir ja eigentlich in ganz Europa, auch in Deutschland. Worüber wir also reden, ist, ob wir im Blick auf Europa dieses Problem der polnischen Opposition und der Opposition in vielen Ländern, ob wir das sozusagen reproduzieren und sagen, wir streiten um den Narzissmus der kleinsten Differenz, wie deine vier grünen Parteien in Frankreich. Oder zwischen dem, was man in Deutschland mal so Jamaika genannt hat, also zwischen FDP und Grünen. Oder aber wir schaffen es, und zwar nicht nur taktisch bedingt, um Sitze zu erringen, sondern tatsächlich um diese Spaltungslinie, die du deutlich gemacht hast, zwischen einem Europa, das zurückkehrt in den Nationalismus, oder einem Europa, was sich weiterentwickelt und die Fragen, die wir nur gemeinsam lösen können, auch dann tatsächlich angeht, ob wir unsere narzisstischen Differenzen überwinden und eine gemeinsame europäische Plattform bilden können. Und wenn Sie sich das für Österreich sozusagen durchgehen, dann merken Sie, wie schwer das sein wird. Aber Sie merken auch, dass es im Grunde genommen nicht anders gehen wird, als eben diese Differenzen hintanzustellen und vielleicht sogar die Differenzen, die sich innenpolitisch, sozialpolitisch, sicherheitspolitisch auf den einzelnen Sektoren immer wieder ergeben, im Blick auf Europa hintanzustellen. Europa ist kein Inhalt, Europa ist eine Form. Und das verstehen viele noch nicht, dass man nicht für Europa ist, weil man einen bestimmten Inhalt... Europa ist die Form, in der Inhalte besser zu verwirklichen neu definiert sind und neu definiert geworden sind. Ich glaube, wir sollen jetzt das Publikum einbeziehen. Dann tun wir das. Ich danke dir sehr. Ja, vielen herzlichen Dank für das anregende Gespräch. Vielleicht darf ich mir die Freiheit herausnehmen, gleich die erste Frage zu stellen. Wir hatten im September eben im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe Ulrike Gero zu Gast, die über die Europäische Republik gesprochen hat und ihre sozusagen politische Utopie. Das ist Ihnen beiden ja sicher ein Begriff. Und sie hat davon gesprochen, sehr engagiert, wie sie ist natürlich, einerseits, dass es ganz wichtig ist, diese Utopie zu entwickeln, und sie ist ja eine der Vorkämpferinnen dafür, und gleichzeitig aber auch eine sehr harte Analyse der gegenwärtigen EU getroffen und eigentlich gesagt, sie ist nicht reformierbar. Also es gibt eigentlich keine Möglichkeit, die EU in ihrer jetzigen Verfasstheit auf einen anderen Weg zu bringen, der abseits des nationalistischen Populismus, der um sich greift, sozusagen liegt. Vielleicht möchten Sie dazu kurz etwas sagen. Also ich halte die Idee von der Ulrike Gero von der Europäischen Republik für interessant, weil sie die Verfassungsdebatte neu formuliert und neu aufgreift. Ich heiße diese ewige, im Grunde genommen Litanei
aber die Europa ist nicht reformierbar, dann soll sie keine Vorschläge für Europa machen. Wer soll die Europäische Republik einfach einführen? Da sagt sie das Volk. Also sind sie plötzlich beim Volk. Wer ist das Volk? Das europäische Volk existiert als Einheit genauso wenig wie in Österreich. Da gibt es unterschiedliche soziale Existenzen und so weiter. Deswegen finde ich dieses Argument, die Europäische Union ist nicht reformierbar, für falsch. Es ist schwierig, aber es ist genauso schwierig, Österreich zu reformieren. Es ist genauso schwierig, Frankreich zu reformieren oder Deutschland. Das heißt, ja, wir leben in einer Zeit, wo sogar notwendige Reformen scheitern an etwas, was wir, sagen wir, alle nicht mal immer verstehen. Viele Menschen haben Angst vor Veränderungen, weil sie glauben, sie haben etwas zu verlieren. Und das ist wahr. Es wird sich viel verändern. Und deswegen halte ich diesen Spruch von der Ulrike für falsch. Es ist schwierig, aber welche sind die Bündnisse? Welche sind die Inhalte, an denen man im Grunde genommen diese verschlossene Tür wieder öffnen kann? Der Rest, finde ich, ist taktische Arroganz. Ich möchte auch was dazu sagen, wenn ich darf. Ulrike Giraud hat ja den Vorschlag gemacht, dass sie sich alle am 9., 10. November versammeln auf, ich weiß nicht, welcher Balkon das in Wien sein wird, das wissen Sie besser. Heldenplatz. Vermutlich, ja. Hier findet ja, alles am, der richtige Balkon. Hier findet ja alles am Heldenplatz statt, wenn ich mich richtig erinnere. Kurz und gut, es gibt den Versuch, im Blick auf die Ausrufung der Deutschen Republik im November 1918, im November 2018 vom Balkon aus die Europäische Republik auszurufen. Das ist eine der Ideen, die ich gut finde. Also wahrscheinlich wäre ein Rockkonzert von den Stones immer noch besser, aber gut. Das zusammen. Zusammen, genau. Erst die I can get no satisfaction, because I don't have the European Republic. Ja, wunderbar. Ja, also das gut. Passt. Wir laden auch Bob Dylan ein, kurz und gut. Es gibt viele solcher Initiativen. Don't need a weatherman. Okay. Wie bitte? Okay. Ich glaube, es ist auch falsch zu sagen, dass die EU nicht reformierbar ist, denn was vielen Leuten, die auf die EU schimpfen oder sie für nicht reformierbar erklären, nicht auffällt oder was sie verschweigen oder was sie besser sagen müssten, ist, dass ein großer Teil der Nicht-Reformierbarkeit der EU an den Veto-Positionen einzelner Nationalstaaten liegt. Ich will das nur am deutschen Beispiel erklären, dass wir keine vernünftige Verkehrspolitik in Europa haben. Das liegt doch nicht in der EU-Kommission oder im EU-Parlament. Dort sind die Positionen ganz klar entwickelt. Die Grenzwerte, die zum Beispiel das Parlament vorschlägt oder die auch die Kommission vorsieht, sind weit höher als die, die sozusagen im Durchschnitt, im europäischen Durchschnitt gewährt werden. Und der Hinderungsgrund ist natürlich die deutsche Automobilindustrie und ihre starke Lobbystellung in Berlin. Und hier wird dann auf Europa geschimpft. Das ist sowieso der Trick der Populisten, dass sie sagen, aber auch der etablierten politischen Parteien, dass sie sagen, wir sind Europapolitiker, aber Europa hat das nicht gewollt. Nein, sie haben es nicht gewollt. Es ist für jedes europäische Defizit sofort klar zu machen, wo der nationale Vetospieler in diesem Fall gesessen hat. Ja? Und das muss man deutlich machen, dass der europäische Durchschnitt in vieler Hinsicht schon viel weiter ist, als was gewissermaßen als EU-Politik durch das Veto der nationalen Kräfte entstanden ist. Damit behaupte ich nicht, behaupten wir auch nicht, dass die EU perfekt ist gar oder dass sie nicht reformiert werden soll. Im Gegenteil. Thanks. My name is Waldemar Kuligowski. I am editor-in-chief of Polish magazine Czas Kultury or Time of Culture. I'd like to ask on solidarity. You talk about Europe, but you focused only on a few countries like Germany, France, United Kingdom, on Merkel, May. What about solidarity? Is this a perspective, European perspective? Is this a Europe first? That's why I ask on solidarity, because without solidarity, I'm afraid democracy is only empty idea. And then I'd like to ask on possibilities to dissemination of solidarity
for instance, towards Ukraine or Turkey? Thanks. Mm-hmm. Well, sagen wir es so, natürlich, es ist immer schwierig, jetzt in einer Stunde über alles gleichzeitig zu reden. Europa ist ja ein Inbegriff der Solidarität. Und diese Solidarität hat ja Europa dazu gebracht, diesen mit dem Zusammenbruch des Kommunismus, diesen wahnsinnigen schnellen Erweiterungsprozess. Dieser Erweiterungsprozess hat einerseits in bestimmten Ländern, Regionen die Situation stabilisiert, hat neue Probleme an den Grenzen des erweiterten Europa geschaffen. Die Probleme sind die Ukraine, Probleme, die du genannt hast, die Probleme die Türkei. Wir haben jetzt aber eine Schwierigkeit. Wir müssen, damit Europa sich in welcher Form auch immer solidarisch erklärt, muss sie sich im Inneren, das heißt die 27 oder 28 dann, stabilisieren. Das heißt, wie ist die innereuropäische Solidarität? Wie funktioniert sie? Ich habe die Probleme in Italien genannt. Wie funktioniert sie mit Polen? Wie sind wir in der Lage, die Klimafragen mit Polen zu diskutieren und zu lösen? Denn natürlich ist ein Problem, wenn Polen von der Kohle wegkommen will, muss es von Europa mitfinanziert sein, sonst wird es nie passieren. Und es gibt eine andere Solidarität, die real ist. Die polnischen Bauern ohne die europäische Agrarpolitik, egal ob man sie ökologisch findet oder nicht ökologisch findet, das ist eine andere Debatte, könnten im Moment nicht überleben. Das heißt, es gibt eine Form von Solidarität, sie ist manchmal falsch und sie ist manchmal ungenügend. Mit der Ukraine ist das Problem, dass ein Teil der Ukraine zu Europa will, ein anderer Teil aber nicht. Und das können wir von außen nicht lösen. Ja, das ist eine der schwierigsten. Und mit der Türkei ist was, ich war ja für den Beitritt der Türkei, lange Jahre. Und Erdogan war für uns der Mann, der die Türkei in die Europa gegen die Kemalisten, gegen die kemalistische autoritäre Diktatur. Der hat auf Demokratie und Europa gesetzt. Und meine Reisen in der Türkei haben irgendwie Frauen immer gesagt zu mir, Dani, du machst einen Fehler. Erdogan will nicht nach Europa. Erdogan benutzt Europa, um die Kemalisten zu schlagen. Und dann wird er seine Agenda, nämlich die Islamisierung, durchsetzen. Und Erdogan wird nie akzeptieren, dass eine Türkei, die sich in Europa integriert, ihre nationale Souveränität in irgendeiner Form einschränkt. Und beides ist wahr. Erdogan will nicht nach Europa, er braucht den wirtschaftlichen Zusammenhang, der hat ein Projekt der Islamisierung, die ihn dann eine Macht im Grunde genommen im Nahen Osten, aber nicht in Europa, für ihn wichtig ist. Und mit der Ukraine sehen wir, welche Schwierigkeiten im Moment es gibt. Das heißt, wir müssen solidarisch sein für bestimmte Bewegungen in der Ukraine, aber die Augen nicht verschließen. Diese ukrainische Regierung ist eine der korruptesten. Wir haben schon eine korrupte Regierung in Europa, das ist Rumänien. Und die korrupteste Partei in Europa, in Rumänien, ist die Sozialdemokratische Partei. Also wie wir sehen, wir haben mit der Erweiterung eine Menge von Problemen, die wir noch nicht gelöst haben. Thank you. My name is Ola Larsma. I'm from Sweden. And I have a question regarding Northern Ireland. The Irish question has been a great interest of mine for many years now. And of course, with Brexit, the whole thing sort of came apart. But for a number of years, I think we had what could be described almost as a realized European utopia in Northern Ireland, in the fact that peace was
constructed on a European foundation. People of Northern Ireland had been fighting over whether to belong to Great Britain or the Republic of Ireland for a long time. And suddenly they realized, well, we can become members of both. And as long as they could be that on a European foundation, peace was a possibility. I feel that this example is underused in the debate as a great triumph of the European Union. And I wonder why we don't discuss that more as a positive example. Thank you. Wir diskutieren das als positives Beispiel und wir sehen, welche Folgen es haben würde, wenn der Brexit hier sozusagen den Konflikt wieder belebt. Ja? Ich möchte es ein bisschen genereller noch sagen. Ich glaube, dass solche regionalen Entitäten in ganz Europa einen wichtigen Beitrag zur europäischen Solidarität, Integration leisten können, weil speziell Grenzregionen, aber auch Regionen, die gewissermaßen nur noch virtuell, also online miteinander verbunden sind, weil die im Grunde genommen, was den Alltag, die Praxis, die gesellschaftlichen Strukturen betrifft, die aktivsten Europäer sind. Das betrifft nicht nur 3 oder 4 Ländereckes, das betrifft eben auch ganze regionale Kooperationen. Und ich glaube, das Beispiel, was Sie zu Recht angeführt haben, was man bringen könnte als ein Beitrag zur Friedenssicherung in Europa, aber eben, dass es auch eines ist, um zu zeigen, wie Regionen als eigenständige Akteure zur europäischen Integration beitragen können. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und wird meistens so nicht gesehen. Der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann setzt sich zum Beispiel sehr für dieses Europa der Regionen ein und das ist ein ganz anderes Europa der Regionen als das, was beispielsweise mein Freund Robert Menaste gut findet, der eben sagt, Katalonien muss unabhängig werden. Also sozusagen die Separation der, der regionalen Entitäten gegen die Nationalstaaten ohne eben eine entsprechende supranationale Verankerung ist sicherlich nicht der Weg. Aber die Stärkung von Regionen und jetzt weniger wirtschaftlich, infrastrukturell das auch, sondern vor allen Dingen als Überträger oder als Träger einer europäischen Idee würde ich für eine sehr wichtige, auf der Positivbilanz immer vermehren. Wenn man das Beispiel von Irland nimmt, ja, das war ja Lord Hume, das war ein Europaabgeordneter, der im Grunde genommen es geschafft hat, diesen Friedensvertrag auszuarbeiten. Ich weiß noch, wie genau, der war im Europaparlament, als ich mit ihm geredet habe, wie hat er das gemacht, er hat gesagt, ich bin zu Blair gegangen, und er hat gesagt, ich werde jetzt mit der IRA verhandeln. Und Blair hat zu ihm gesagt, mach das, aber ich weiß nichts davon. Und das haben sie lange gemacht, bis dann dieser Vertrag entstehen konnte. Und jetzt das Beispiel von Irland gibt uns doch die Idee, was perspektivisch sein könnte. Und das wäre, Sie werden lachen, auch eine Antwort für Österreich und Italien, für Südtirol. Macht euch nicht so, ist alles schwierig. Wenn Irland, und das ist das Problem mit Nordirland, solange Nordirland und Irland zu der Europäischen Union gehören, haben sie eine gemeinsame Identität, ist der europäische Pass. Sie sind zwar, die haben einen englischen oder einen irischen, aber sie haben auch einen europäischen Pass. Wenn man diesen europäischen Pass jetzt politisch noch aufwertet, dann ist es doch egal, ob in Südtiroler, Italiener oder Österreich sind, sie haben beide etwas, eine Gemeinsamkeit, nämlich den europäischen Pass. Und das ist die Lösung für solche schwierigen, historisch schwierigen Situationen. Anstatt das zurück zu einer eindimensionalen Nationalität hin zu dieser Doppelstaatsangehörigkeit, die man hat, wenn man Europäer ist, nämlich die nationale und die europäische. Und deswegen ist eine der größten Probleme mit dem Brexit, wo die May nicht rauskommt. Es wird immer gesagt, eine harte Grenze. Es geht nicht darum, um die harte Grenze wirtschaftlich, sondern wird man wieder das Problem Nordirland und Irische Republik wieder auf die Tagesordnung setzt, indem man sie wieder stabil trennt. Und das wäre fatal und deswegen sehe ich nicht, wie Sie das lösen wollen. Solange Sie abhängen von den Stimmen
der nordirischen Nationalisten wird sie diese Frage nicht lösen können. Und deswegen sehe ich nicht, wie der Brexit positiv im Grunde genommen in eine Mehrheit kriegen kann im englischen Parlament. Daniel Leisegang von den Blättern. Ich würde gerne was aufgreifen. Erstmal ganz herzlichen Dank für den großen Bogen 1968 bis heute. Und ich würde gerne aufgreifen einen Begriff, nämlich Form und Inhalt, den Sie vorhin nannten, Herr Legewie, und in anderer Hinsicht. Denn sagen wir mal, was sich bei den Grünen gerade in Deutschland abspielt, ist ja ganz bemerkenswert. Da findet etwas statt, sagen wir mal, vielleicht der Widerhall von 68, eine Form der Revitalisierung der APO auf Parteiebene, die sich einer rechten APO, die sich auch in einer Partei der AfD installiert hat, sich entgegenstellt. Das ist sowas wie der Aufstand liberaler Bürgerlichkeit, kann man sagen. Die Unteilbar-Demo in Berlin hat das bewiesen, eindrucksvoll, einer der größten Demos der Nachkriegszeit, der Nachwendezeit. Aber es erinnert mich gleichzeitig doch an etwas anderes. Und das erinnert mich an diese Form und Inhalt, an das Form- und Inhaltproblem, nämlich an einen SPD-Kandidaten von nicht allzu langer Zeit, nämlich Martin Schulz, der als ähnlich, als Projektionsfläche diente. Und wenn ich mir die Grünen anschaue, dann habe ich so etwas dort, was mir grundsätzlich erstmal sympathisch ist, weil es aus so einer gewissen Sprachlosigkeit ja auch einen befreit oder Hilflosigkeit, nämlich eine antipopulistische Projektionsfläche. Aber Sie sagen ja selbst, die Widersprüche, die dort in diesem Lager bestehen, die muss ich erstmal ignorieren. Ist das aber nicht gerade mit Blick auf Europa, mit Blick auf Klima, mit Blick auf Flucht, mit Blick auf die großen Gerechtigkeitsfragen, vor denen wir stehen, hat das nicht im Grunde genommen aufschiebende Wirkung und haben wir nicht das gleiche Problem vielleicht nach einer Europawahl, die man mit Ach und Krach dann noch bewältigt, haben wir das gleiche Problem nicht in 5 Jahren wieder, diese großen Fragen beantworten müssen, um den Rechten Paroli bieten zu können? Also brauchen wir nicht mehr heute als gestern, also als morgen, Inhalte, die sich gerade mit diesen großen Fragen zu und die gerade auch diese liberalen Bürgerlichen natürlich extrem wehtun würden. Ich erinnere nur an die 5 Mark für den Liter Benzin, die Grünen mal gefordert hatten. Ja, zu den 5 Mark kann er was sagen. Aber ich glaube, ich habe es eigentlich genauso verstehen wollen. Ich habe gemeint, dass wir Fragen wie zum Beispiel effektiven Klimaschutz, Abwendung gefährlichen Klimawandels, dass wir die ins Zentrum rücken und dafür Lösungen produzieren, aber die können wir nicht in einer Auseinandersetzung zwischen Grünen und CDU, FDP, AfD in Deutschland lösen. Wir kommen auch konzeptionell keinen Schritt weiter. Die Form ist Europa. Deswegen habe ich gesagt, das muss über eine europäische Klimapolitik geleistet werden. So war es gemeint. Das heißt, ich verabschiede mich ja gerade und nicht von den inhaltlichen Problemen, sondern ich glaube, dass wir inhaltlich auf der nationalen Ebene nicht weiterkommen und eben deswegen die europäische Form finden müssen, in der wir tatsächlich gemeinsam diese Dinge verhandeln. Wir werden da unendlich viele Grün-Grün-Konflikte haben. Ja? Wir werden da sehr starke konzeptionelle Auseinandersetzungen, wie das mit den AKWs werden wird und so weiter. Wir werden Fragen zu klären haben, die im Rheinland, in der Lausitz, in Polen, in anderen Regionen eine Rolle spielen, wie man eigentlich Bergarbeiter, Industriearbeiter, die mit dem Bergbau noch verbunden sind, wie man die kompensiert. Aber all diese Dinge sind eben nicht nationalstaatlich lösbar, sondern die brauchen eben den europäischen Rahmen. Dann nenne ich es Rahmen. Ja, so habe ich es gemeint. Ja, also Projektionsfläche. Politik ist sehr oft Projektionsfläche, wenn nicht immer. Das finde ich... Was ich wohltun fand in den letzten Wochen, und das hat was mit dieser großen Demo auch in Berlin zu tun, mit Unteilbar, dass plötzlich nicht im Zentrum die AfD war, sondern was anderes. Und es ist mir lieber, die Deutschen oder ein Teil der deutschen Gesellschaft, die man als relevant doch ansehen kann, nehmen die Grünen als Projektionsfläche und nicht die AfD. Das heißt nicht, dass irgendwas alles gelöst ist, aber... Wir haben bis zur Europawahl, dass die AfD jetzt nicht so eine große Rolle spielt. Ja, die kann 15-16% kriegen. Dafür sagst du, dass 84% AfD nicht wählen werden.
Nach der Europawahl haben wir dann wieder ein Down in Deutschland, weil die hatten die Wahlen in Sachsen, im Osten, und dann tut es wieder sehr weh. Ja? Dann, aber ich glaube, dass wir müssen diese Welle, die unteilbar das, ja, ausgelöst hat, die die Grünen mit im Grunde genommen aufgesogen haben, ohne dass sie viel getan haben, aber dass die, durch die, die Personen, die sie heute repräsentieren, das müssen wir jetzt voran weiterentwickeln und sagen, diese Herausforderung oder das, was wir lösen wollen und was jetzt ein Teil der AfD, ein Teil vielleicht sogar der CSU und der CDU, nämlich dass ein Zurück, nationales Zurück, mehr Möglichkeit für die Deutschen bringen wird. Das müssen wir jetzt inhaltlich im Grunde genommen ausbremsen und da etwas anderes dagegen formulieren. Und weißt du, diese fünf, rechne mal, wie viel das Benzin heute kostet. Ja, und wir sind nicht weit von den 5 D-Mark, wenn du den Euro in D-Mark wieder umwandelst, was das Benzin heute kostet. Also waren die Grünen visionär. Du hast jetzt eine Auseinandersetzung in Frankreich, wo, das hatte schon die Regierung Hollande angefangen, das macht Macron ganz seine Regierung oder weiter, nämlich die Annäherung von Diesel und Benzin, damit aufgrund der Gesundheitsproblem des Diesel mit sich bringt, dass im Grunde genommen Diesel entweder andere Autos oder überhaupt kein Diesel. Das gibt einen Aufstand in Frankreich, weil es immer teurer wird. Aber das sind ökologische Entscheidungen, die eine Legitimität haben, die man durchhalten muss. Und wenn sie aber nur national gefällt werden, wie in Frankreich, und nicht in den anderen Ländern gefällt wird, dann wird es gefährlich. Deswegen hatte Klaus recht, die Form Europa ist die Möglichkeit, notwendige, schwierige Entscheidungen, gerade ökologisch, ja, abfedern zu können. Okay. My name is Samuel Abraham. I'm an editor-in-chief of Kritika in Context based in Slovakia. And I want to bring the issue of immigration. First, I say that I'm myself an emigre who emigrated from communist Czechoslovakia to Canada. I'm very thankful what Canada did for me, because it was not only very generous, but I felt never a stranger. It was a very welcoming country, and it still is. Now, what's happening in Europe with immigration? We are in a kind of a dead end in resolving it, because if we open the door, as you mentioned, Europe cannot sustain the size of immigration that would be coming. And it wouldn't sustain, as we see that, because each country would turn governments into populists and nationalists, because people would be so afraid that they would be voting for them. And we see the signs of that. We can see that even Brexit is certainly responsible when they showed the marches of immigrants. So that's the problem that Europe cannot solve, that the right wing would also win. Not only it wouldn't be sustainable. On the other hand, if we close the border, if we make a fortress Europe, we would need a greater dose of hypocrisy to somehow not see that what are the guards are doing. We wouldn't see how much money we paid to Erdogan for keeping 3 million of Syrians. We wouldn't want to see how the boats are sank or how the Africans are waiting there. Now, how can we sustain our liberal value, the values that I was so thankful to develop in Canada? How can we have this liberal leftist value while having these two points where there is no solution in between? Mm-hmm. Well, you want? Also, ich will nicht behaupten, ich habe die Lösung. Aber ich glaube, wir können in verschiedenen Fragen uns Lösungen annähern. Also, Sie beschreiben, ich meine, wie du das beschreibst, ist absolut richtig. Und ich sage auch,
wenn ich nicht, ich bin nicht in einer Regierung. Ich sage auch, Punkt 1, machen wir uns nichts vor. Es gibt keine Lösung. Es gibt nicht die Lösung. Und es wird noch lange dauern. Aber wir können jetzt mal sehen, was wir menschlicher oder unmenschlicher machen wollen. Und wir müssen auch dann die Fähigkeit politisch, das, was wir mit, wenn wir Flüchtlinge einnahmen, wie wir das politisch auch umsetzen. Das Beispiel von Angela Merkel und 2015. Es war eine absolut richtige Entscheidung, dass sie gesagt hat, ich will kein Stacheldraht um Deutschland, das will ich nie wieder. Natürlich weiß jeder, dass Deutschland nicht 5 Jahre hintereinander 1 Million Flüchtlinge aufnehmen kann. Es ist logisch, ja, das ist nicht nur nachhaltig, sondern ist. Aber was Frau Merkel nicht geschaffen hat, ist den Deutschen und in Europa zu sagen, wir müssen unser ganzes Verhältnis, die Organisierung der Einwanderung, die Organisierung dessen, wie Flüchtlinge aufgenommen sind. Wir haben lange gedauert in Deutschland, ganz triviale Dinge, dass die Flüchtlinge so schnell wie möglich arbeiten können. Und plötzlich sind wir alle erstaunt, dass schon 35%, mittlerweile sind es vielleicht 40% der Flüchtlinge, die 2015 angekommen, schon in Deutschland arbeiten. Das heißt, wir haben die Konsequenz dessen, dass 1 Million Menschen kommen. Was heißt es für den Wohnungsbau? Wir haben viel zu lange gebraucht, um dann die Schlüsse draus zu ziehen. Und das gibt dann der Bevölkerung den Eindruck, man ist nicht mehr, oder die Regierung ist nicht mehr in der Lage, die Konsequenzen dessen, was sie beschlossen haben, auch politisch zu regeln. Das ist das Fatale. In der Frage der Solidarität, also Flüchtlinge, wo gehören sie hin? Muss man sie zwangsumverteilen, nach am Schlüssel? Ich sage, das ist eine falsche Idee. Sondern man könnte doch etwas ganz Einfaches machen. Man könnte sagen, in Europa schaffen wir eine europäische Agentur für Flüchtlinge und Migration. Diese Agentur kriegt dann viel Geld. Und wir beschließen Folgendes. Wenn eine Stadt, ein Land, ein Kreis, egal wie das organisiert ist, beschließt, dass sie Flüchtlinge aufnehmen will, dann kriegt sie von dieser Agentur eine Unterstützung, eine finanzielle und eine Unterstützung, wie kann man das machen. Und drittens, sie kriegen eine Unterstützung für ein Sozialetat, was nicht für Flüchtlinge ist. Das heißt, dass wir sagen, den Menschen in Danzig, wo Danzig zum Beispiel, wenn die Flüchtlinge aufnehmen wollen, ihr kriegt Unterstützung für die Aufnahme der Flüchtlinge und ihr kriegt für das Sozialetat Danzig, das nichts mit Flüchtlingen, für 2 Euro kriegt ihr noch 1 Euro dazu. Das heißt, sie haben ein Incentive für Aufnahmen der Flüchtlinge und somit schaffen wir eine Idee von Gerechtigkeit und Solidarität, wo jeder sagt, ich gewinne etwas. Es muss eine Win-Win-Situation geschaffen werden. Und das ist unser Problem. Unser Problem ist, dass wir Teile von Bevölkerung, die das Gefühl haben, wir verlieren. Wir kriegen Konkurrenz. Und wir haben nichts dagegen, wo wir sagen, nein, wir organisieren das anders. Und das ist meiner Meinung nach der einzige Ansatz, wo wir diese Ängste, dieser Egoismus, dem wir was entgegensetzen können. Wir können es nicht nur moralisch machen. Wir müssen die aufnehmen. Da gewinnen wir politisch nein. Sondern wir müssen klar sein, wir wissen, wie man sie aufnehmen soll. Und wir können das. Also der berühmte Satz von Merkel, wir schaffen das, der war deswegen falsch, weil sie nicht wusste, wie. Weil sie keinen Vorschlag hat, wie. Sie hat nur gesagt, wir Deutschen haben immer alles geschafft und wir werden das auch schaffen. Und das war falsch. Sondern wir müssen neue Ideen haben, wie wir dies organisieren. Und dann wird es auch Probleme geben, dass natürlich Menschen nicht als Flüchtlinge anerkannt werden. Wir müssen dann klar machen, Europa braucht Einwanderung.
Das heißt, wir brauchen ein europäisches Einwanderungsgesetz und wir müssen Flüchtlinge ausnehmen. Und die, die nicht Flüchtlinge sind, dann werden sie warten müssen. Wir müssen den Menschen in Afrika sagen, es wird auf lange Sicht eine Chance geben, nach Europa zu kommen. Aber wenn ihr euch allein auf dem Weg macht, werdet ihr die Chance, die ihr habt, nie einfach wahrnehmen können. So, das sind meiner Meinung nach Ansätze, wo wir eine humanere, dann müssen wir natürlich sagen, dass Frontex die Aufgabe haben wird, Menschen zu retten, die sich auf den Weg machen. Wir müssen, dann hast du, du musst sehen, wie kompliziert es ist. Natürlich ist das Treffen in Istanbul mit Syrien wichtig gewesen. Weil ein Teil der Millionen Menschen, die in der Türkei sind, in der Nähe Syrien, die wollen eigentlich zurück. Wie kann man jetzt erzwingen, dass es einen Prozess in Syrien geht, ohne finanzielle Hilfe, dass ein Großteil der Menschen, die nach Syrien zurück wollen, die Möglichkeit haben, ihr Land wieder aufzubauen? Eine Sache, Libyen, das ist das Schlimmste für mich. Weil wir sagen, viele Menschen wären in Libyen aufgehalten. Wir wollen nicht mehr hingucken, wie das in den Lagern dort aussieht. Welche unmenschliche Situation. Wir gucken auch nicht mehr auf Lesbos. Welche unmenschliche Situation. Das heißt, wir müssen auch da mit dem UNHCR eine Charta, und deswegen ist es so verwerflich, dass Österreich aus diesem UN-Pakt rausgeht, eine Charta der Aufnahme von Flüchtlingen, da wo sie sind, und der Lebensverhältnisse, wo sie sind. Und es ist doch unfassbar, dass der UNHCR immer weniger Geld hat, nicht nur für Flüchtlinge um Europa, für palästinensische Flüchtlinge. All dies müssen wir neu in einer UN-Charta neu formulieren. Und wenn wir das nicht machen, dann werden wir einzeln ausgesetzt sein, völlig unkontrollierter Flüchtlingsströme, die dann niemand mehr politisch handeln kann. Und dann hast du recht, werden die Populisten nur gewinnen. Ich möchte nur einen Satz hinzufügen, der betrifft eben den Austritt oder Nicht-Eintritt Österreichs in den globalen Pakt für Migration. Dann, wenn die Argumente stimmen, die Strache vorgebracht hat, dann kann Österreich morgen aus allen Pakten austreten, weil alle Pakte sind genauso gestrickt wie der, der jetzt beschlossen worden ist. Es sind überall eher freiwillige als zwingende Maßnahmen. Es sind überall normative Prinzipien, die man verkündet, die, da hat Strache recht, zu etwas werden können wie Gewohnheitsrecht, Gott sei Dank. Wenn du dir anschaust, die Rechte über die Menschenrechtskonvention, wenn du dir anschaust, die Fragen, die verbunden sind mit kulturellen Rechten, mit Antidiskriminierungskonvention, die sind alle so gestrickt. Das heißt, der Widerstand in Österreich müsste sehr viel größer werden gegen das, was im Moment gerade passiert. Auch wenn das kein bindender Vertrag ist, auch wenn man sagen kann, es ist ja im Grunde genommen eine Lappalie, um die es da geht. Hier geht es wirklich ans Eingemachte. Das ist eine der Stellen, an denen sich Österreich entscheiden muss, welchen Weg es jetzt geht. Ja? Und das hat Strache in seiner perfiden Genialität genau erkannt, wo man das macht, nämlich es geht immer um Flüchtlinge, ja, da kann man ansetzen, aber im Grunde genommen ist die Politik der Rechten darauf gerichtet, universalistische Rechte und multilaterale Kooperation auf jeder Ebene zu zerstören. Und das ist jetzt der Einstieg in einen solchen Prozess, in den andere Staaten, liberale Demokratien, schon sehr viel weitergekommen sind. Insofern müsste es einen wirklich geschlossenen Widerstand gegen das geben, was im Moment gerade in Österreich passiert. Sage ich als Piefke, ich weiß. Lächeln Sie mal kurz. Ja. Mein Name ist Peter Lachnit. Ich möchte noch einmal auf dieses Form-Inhalt-Problem zu sprechen kommen. Klaus Leggewi sagt, Europa ist Form und nicht Inhalt. Das ist insofern interessant, weil es meines Erachtens einer Denkfigur widerspricht, die implizit bei Ihnen immer mitgeschwungen ist, nämlich mehr Europa bedeutet mehr vernünftige Politik. Also mehr Europa bedeutet Politik zur Lösung der Klimaprobleme, mehr Europa bedeutet europäische Arbeitslosenversicherung etc.
Wenn ich mir aber die gegenwärtigen politischen Kräfte in Europa anschaue, frage ich mich, ob nicht mehr Europa ganz was anderes bedeuten würde, etwa eine leichtere Durchsetzung der schäublischen Austeritätspolitik in Europa, ohne dass dann die Parlamente noch blöd darüber entscheiden müssten, die nationalen. Vielleicht bedeutet es eher die holländische Landwirtschaftspolitik der Landwirtschaft in den Hochhäusern und nicht die ökologische Landwirtschaftspolitik. Vielleicht bedeutet das Macronsche mehr Europa die Durchsetzung nicht des skandinavischen Sozialmodells, das eine inklusives ist, sondern die Vorstellung, die auch schon im kommunalen Wohnbau versucht wurde durchzusetzen, nur für die armen Schichten, die anderen sollen nicht unterstützt werden, was zum Beispiel den sozialen Wohnbau in Wien getroffen hätte. Vielleicht bedeutet es in der Verkehrspolitik keine ökologische Verkehrspolitik mehr Europa, vielleicht bedeutet es die schwedischen 40 Tonner, die dann nach österreichischem Beispiel 140 km/h fahren dürfen. Mach's doch mal umgekehrt. Unter diesem Aspekt frage ich mich, ob nicht zum Beispiel Organisationen wie ATTAC, die ja dieses Mehr Europa eher fürchten, nicht ganz Unrecht haben, oder etwa auch die schwedische Linke, die immer gesagt hat, wir wollen nicht in den Teil der Eurozone sein, damit wir eine gewisse wirtschaftspolitische und sozialpolitische Autonomie uns behalten können. Okay, das stimmt alles. Dann nehmen wir Schweden. Die sind nicht im Euro. Ergebnis, sie haben die rechteste Regierung, die sie je hatten. Also es war nicht mehr Europa, sondern es war mehr Schweden. Nehmen wir jetzt mal Österreich. Ja, du kannst machen, was du willst. Österreich allein wird die 40-Tonner-Lastwagen nicht aufhalten. Entweder schaffen wir es. Und es stimmt, dass wir in einer politischen, demokratischen Form ist nicht eine Gewissheit gegeben, dass es immer in die richtige Richtung geht. Das ist genauso wenig national wie europäisch sicher. Aber nimm dir doch mal die einzelnen jetzt nationalen Entscheidungen, die es im Moment gibt. Und wir reden über die Populisten, die immer da und da Mehrheiten wird. Jede nationale Entscheidung ist eine im Moment in der Entwicklung, ob Österreich, es ist ja nicht mehr Europa, das Österreich im Moment hat, sondern mehr Österreich, ist eine ökologische und eine soziale Katastrophe. Nimm dir das Italien, ist nicht mehr Europa, sondern mehr Italien, ist eine soziale, ist eine ökologische, ist eine politische Katastrophe. Deswegen sage ich, drehe das um. Es ist natürlich keine Gewissheit. Es gibt keine demokratische Form, die dir Gewissheit geben, dass das Gute gewinnt. Das gibt es nicht. Weder national noch europäisch. Sondern europäisch ist aber, wenn wir schaffen, die richtigen Mehrheiten zu haben, können wir mehr machen fürs Klima, können wir mehr machen für die Sozialgerechtigkeit, als wenn es richtig läuft auf nationaler Ebene. Das ist der Punkt. Aber natürlich, und ATTAC, es tut mir leid, ich muss immer so lachen. Der Vorsitzende von ATTAC war vor Jahren einer der Sprecher, war Sven Giegold. Ich kann mich noch an eine Diskussion mit ihm erinnern, wo ich ihm gesagt, Sven, als wir gestritten haben über ATTAC, Europa gegen Europa, ich sage, Sven, in 5 Jahren wirst du grüner Europapolitiker werden. Niemals! Er wird nächste Woche Spitzenkandidat, zweiter Spitzenkandidat der Grünen für die Europawahl. Und er sagt, die einzige Lösung, die es gibt, ist mehr Europa. Also, auch ATTAC kann lernen. ATTAC hat richtige Kritik an bestimmten Politiken in Europa, an bestimmte nationale Politik. Aber der Rahmen, in dem wir es besser machen können, ist nicht die Reduzierung auf national, weil da kriegst du keine Mehrheit. Wo hast du eine linke Mehrheit in Europa? Sag's mir doch. Zeig's mir sie. In welchem Land hast du nicht? Deswegen, wo? Sag mir irgendein europäisches Land. Wir haben hier rechte Mehrheit und es ist meiner Meinung nach in der Lage, die Mitte mitzunehmen, um genau diese Entwicklung der Nationalisierung, das heißt der ökologisch-sozialen Katastrophen, auszubremsen. Und hören wir doch damit auf zu sagen, Klaus hat es vorhin gesagt, was die Europäische Kommission ökologisch vorschlägt, ist 100-mal besser als im Moment in der Verkehrspolitik und anderen, Wasserpolitik, ich kann dir andere Beispiele nennen, was national im Moment gedacht wird. Nur wir kommen nicht durch die nationalen Veten.
Vetos. Also, ich sag dir, ja, mehr Europa ist mehr Chancen, aber sicherlich keine Gewissheit. Noch einmal, Gewissheit gibt es in der Demokratie nicht. Das sehen wir an Trump, das sehen wir wohl. Ja, du kannst mir sagen, machen wir es doch wie in China. Klar, die Chinesen haben keine Demokratie und können beschließen, in 10 Jahren gibt es nur Elektroautos. Ist das ein System, was du willst? Da hast du mehr Sicherheit. Du musst nur die kommunistische Partei führen und dann kannst du alles entscheiden, was du willst. Wer in den Knast kommt und nicht, welche Freiheiten es gibt oder nicht, welche ökologische Entscheidung oder nicht. That's your choice. Hello, Marc-Olivier Padis from Paris. I have a question I will translate later in English, but I would like to say it French first to be more precise. I think that Klaus understands too. Thank you, first of all, for your conversation. Je voulais vous demander, les élections européennes vont se dérouler dans un contexte très particulier, puisqu'on est 10 ans après la grande crise financière, donc on est une fin de cycle. Et je voulais savoir comment vous aviez vu ces 10 ans, pour vous, dans quel état se retrouve l'Europe après ces 10 ans. En particulier, on a beaucoup dit que l'Europe était une construction qui était faite pour naviguer par beau temps, et que quand l'orage arrive, il fallait plus improviser. Mais finalement, l'Europe a réussi à improviser. Et elle s'en sort pas si mal. Mais toutes les institutions n'ont pas réagi pareil. Peut-être le Conseil européen a pris plus de puissance par rapport au Parlement européen. Et donc, comment est-ce que vous voyez l'équilibre aussi des institutions? Est-ce que vous pensez préférable pour l'évolution européenne, dans le fond, un Conseil européen qui prend plus de puissance ou plutôt le Parlement? I translate very quickly. The European elections will occur in a special context with these 10 years after the great crisis. And so in what shape is the European Union after these 10 years, and especially on the institutional level? Thank you. Also, ich glaube, dass du recht hast. Das Erstaunliche war, dass in der Eurokrise die, aber ich würde nicht nur sagen der Rat, sondern sowohl die Kommission als auch das Europäische Parlament erstaunlich flexibel war, um zu reagieren, weil Europa unvorbereitet war. Ich finde, dass, wenn es heute Morgen oder auch sogar mit Italien eine Finanzkrise, Bankenkrise gibt, gibt es heute Instrumente, um diese Krisen abzufedern. Und das heißt, Europa ist da, hat Entscheidungen getroffen, hat Strukturen aufgebaut, Bankenaufsicht aufgebaut, nicht mehr national, sondern europäisch, die das ganze, den ganzen Konstrukt des Euros stabiler machen. Die Schwäche bleibt. Wir haben einen Euro, wir haben eine gemeinsame Währung, aber haben keine, um es salopp zu sagen, politische Führung, die diese Wirtschaft im Grunde genommen koordiniert. Das ist die Schwäche von Maastricht. In Maastricht haben alle geglaubt, wenn wir den Euro schaffen, wird automatisch das politische Europa folgen. Das war Marxismus, erstes Semester. Wir schaffen die ökonomische Basis und die politische Basis, politische Struktur folgt automatisch. Nichts folgt automatisch. Und das ist die Schwäche. Das heißt, in Krisen, wo sind die politischen Zentren, die in diesen Krisen reagieren können? Da ist der Rat im Moment natürlich am stärksten, weil im Rat sind dann die starken Regierungen, die Vorschläge vorantreiben können oder nicht. Gleichzeitig hat man gesehen, in dem Konflikt zwischen Rat und Parlament in der, und zum Teil auch mit der Kommission in der Frage Griechenland, Austeritätspolitik, dass da andere Sensibilitäten klar wurden. Und deswegen sage ich, es wäre fatal,
mehr Macht dem Rat. Wir müssen diesen drei Institutionen, Parlament, Kommission und Rat, eine andere Möglichkeit geben, sich miteinander auseinanderzusetzen. Solange wir keine europäische Verfassung haben, das wird noch dauern, werden diese drei Institutionen nur in den Krisen das formulieren, was man europäisches Gemeinwohl hat und nicht das national mit einer nationalen Brille. Der Rat hat ein Problem, weil es eine Sammlung ist von Regierungen, die natürlich ihre nationale Position erstmal einbringen. Das ist naturgegeben. Nur Parlament und Kommission versuchen, ein europäisches Gemeinwohl zu definieren. Und deswegen muss eine Stabilität zwischen diesen drei Institutionen, nur diese Stabilität gewährleistet meiner Meinung nach, dass wir das europäische Gemeinwohl weiterentwickeln können. Für die Legitimation Europas wäre es absolut erforderlich, wenn wir ein Europa haben, was uns schützt, sagt Macron. Also eines nicht nur, das uns vor Terror oder äußeren Angriffen schützt, sondern eben auch vor der Wiederholung einer solchen Finanzkrise. Und wir haben es hier mit einem Monster zu tun, ob das Finanzkapital gezähmt werden kann, ob die, sagen wir mal, die Sicherheitsgurte, die angelegt worden sind, ob die reichen werden, erweist sich leider erst danach. Ja? Aber es wäre absolut elementar, und so verstehe ich die Macronsche Formel, dass die europäische Bevölkerung insgesamt das Gefühl haben könnte, hier sind Sicherungen eingebaut. Das gilt auch für die Sicherheitsunion, über die wir heute Abend gar nicht gesprochen haben. Und es ist ohnehin für den anstehenden Wahlkampf und ich hoffe, Ihre Beschäftigung mit dem Europäischen Parlament und dem, was kommt, ist es absolut erforderlich, dass es Geschichten, neudeutsch Narrative über Europa gibt, die deutlich machen, was Europa alles leistet. Ja, weil in vielen Punkten das für selbstverständlich genommen wird oder nicht deutlich gemacht wird oder kaschiert wird, weil es unpopulär wirkt in den einzelnen Nationalstaaten. Wir haben heute im Rahmen von Eurozine gesprochen über zum Beispiel die europäische Datenschutzrichtlinie. Und Sie haben alle diese Praxis sich angewöhnt, so ähnlich wie bei allgemeinen Geschäftsbedingungen, dass Sie, wenn jetzt dieser Hinweis aufpoppt, dass Sie jetzt bitte hier zu unterzeichnen hätten, ein Okay zu geben haben, dann machen Sie das ganz mechanisch und sagen, okay, ich bin einverstanden. Das ist Teil einer Datenschutzrichtlinie, die in Brüssel beschlossen worden ist. Das heißt, viele ärgern sich über das, was jetzt passiert. Also jetzt muss ich das auch noch machen, dann ist gewinnt dann in anderen Beispielen noch eine viel höhere Dramatik. Was Europa nicht damit verbunden hat, die Europäische Kommission, das Parlament, der Rat, ist eine Geschichte darüber, dass wir in Europa eine europäische digitale Öffentlichkeit schaffen müssen, die sich von dem, was die Big Four, also speziell Google und Facebook betreiben, abheben wird. Das ist wichtig, dass eine Geschichte erzählt wird, speziell auch für ein jüngeres Publikum, was sich mit digitalen Medien quasi aufgewachsen ist und für sie ein Teil ihrer Existenz ist, dass es mit der Datenschutzrichtlinie, die irgendwie nervt, auch einen anderen Aspekt gibt, nämlich mit einer entsprechenden Besteuerung der Big Four und mit einer entsprechenden Antitrust-Regulierung dieser Big Four, dass das die Absicht der Europäischen Kommission ist. Das muss deutlich werden. Es müssen solche Geschichten erzählt werden, auch im Blick auf die Idee, europäische Universitäten zu gründen, die dann wirklich auch plausibel machen, wie etwas, was wir als Europäer sowieso täglich eigentlich erleben, weil Europa ist ja für uns nichts Fernes, eine Utopie, sondern eine alltägliche Praxis, wenn Sie sich genau überlegen, wie das verbunden ist mit Visionen für die nächsten 10, 20 Jahre. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, dass wir solche Geschichten erzählen können, damit Europa sozusagen aus dem Abstraktum herauskommt oder damit es nicht eine der üblichen Nebenwahlen ist, da gehe ich lieber spazieren im Mai, da ist schönes Wetter und dergleichen. Das ist wichtig, dass das passiert und das wird nicht von oben kommen. Ich glaube nicht, dass das deutsche, das französische, das österreichische Parteiensystem jetzt plötzlich auf Basis unserer heutigen Debatte zur Einsicht kommt, mein Gott, wir müssen uns ändern. Das können nur Sie erreichen. Und noch ein Wort dazu, entschuldigen, dass ich so pädagogisch und operativ und praktisch hier werde. Es gibt von Pulse of Europe, einer im Wesentlichen auch in Mitteleuropa verbreiteten Einrichtung, gibt es die Idee sogenannter Hausparlamente.
Das heißt, man geht nicht nur auf Straßen und Plätze mit Europafahnen und singt die Europahymne, was ich übrigens sehr gut finde, oder man verteilt Flugblätter mit einer europäischen Verfassung von einem Balkon, sondern man trifft sich mit Leuten, die man einlädt, die man kennt, das können die Freunde sein, es können aber auch entferntere Arbeitskollegen sein, und redet mal einen Nachmittag, das kann man sich ja angenehm machen, über Europa. Das heißt, Europa wird lebendig. Europa ist eine Praxis und wird dann auch als Handlungsebene erkennbar. Ich glaube, das sind praktische Vorschläge, die Sie in Ihrem Kopf bewegen könnten, wie man sich nicht nur erwartend, dass in der Politik irgendwas passiert, sondern wie man sich gewissermaßen selbst mobilisiert für entscheidende Wahlen. Das ist genau das, was im Moment in Amerika läuft. Ja? Geht man oder geht man nicht? Das ist im Moment das, was sich die polnische Opposition und dergleichen überlegt. Wir müssen diese Wortmeldung als Schlusswort nehmen. Es gibt noch unzählige Fragen, Wortmeldungen aus dem Publikum, aber leider muss ich an dieser Stelle einen Punkt setzen, auch wegen eines Folgetermins von Herrn Cohn-Bendit. Darf Sie aber alle ganz herzlich einladen, im Anschluss mit uns im Untergeschoss bei Getränken und einer kleinen Stärkung diese Diskussion informell weiterzutragen an dieser Stelle. Ganz herzlichen Dank an Daniel Cohn-Bendit und Klaus Leggewie für ein Gespräch, das nicht nur pointiert war und eine scharfe Analyse unserer gegenwärtigen Verhältnisse vorgenommen hat, sondern uns auch so etwas wie kämpferische Hoffnung für deren Veränderung mitgibt. Und diese Diskussion sollten wir fortsetzen. An dieser Stelle möchte ich mich aber auch bedanken, natürlich bei den Kooperationspartnerinnen von Eurozine, bei Melina Komides, Mario Koetinski und Vasilina Stojanova, bei unseren Übersetzern Herwig Bauer und Alexander Zigo, bei unserem Tontechniker Blasch und dem Team von Time to Talk. So, damit setze ich einen Punkt. Vielen herzlichen Dank und ich wünsche uns allen noch einen schönen Abend. Danke sehr.